Schönen guten Abend, Leute. Ja, ich bin wieder da und ich freue mich, dass ich wieder gedacht habe, ich fange mal wieder mit dem Twitchen an. Und heute als kleinen Comeback-Stream, mitten in der Nacht, wie es für das Spiel auch passend ist, gucke ich mir mal V-Rising an. V-Rising hatte ja ein kleines Updatechen in letzter Zeit. Und da soll sich ja ein bisschen was getan haben. Ich habe mir nicht im Detail durchgelesen, was da so los ist. Ich weiß nur, dass mich dieses Spiel bisher überhaupt nicht gecatcht hat. Von allem, was ich jemals davon im Spiel gesehen oder gehört habe, hat mich irgendwie abgeschreckt. Und ich glaube, die Reviews waren damals zum Release auch gar nicht so rosig. Ich glaube, da hatte das Spiel noch diverse Problemchen. Aber das soll ja jetzt alles ein bisschen geiler sein, habe ich gehört. Und jetzt dachte ich mir, jetzt gönne ich mir das Ganze mal und guck mir an, was daraus geworden ist. Und mach das gleiche doch, Ganze gleich doch mal als Live-Let's Play und mal gucken, wie weit wir kommen und wie weit ich dieses Spiel spielen werde. Ich werde das Ding komplett blind spielen, wie gesagt. Erster Playthrough, blind Playthrough. Ich kenne mich nicht aus mit gar nichts. Und ja, ich guck einfach mal, was draus wird, ne? Ja, hallo, ihr seht vielleicht, dass sich mein Hintergrund ein bisschen geändert hat und ich auch was anderes anhabe. Das liegt daran, dass sich hier gerade der etwa nach einem Schlaf, Frühstücken und Baden ein Ich aus der Zukunft meldet, der gerade im Videoschnitt sitzt und ja, ihr werdet jetzt gleich in der Aufnahme merken, dass mir ein kleines Missgeschick passiert ist. Ich habe nämlich mein Streaming-Programm, während ich nicht am Streamen war, für anderweitige Dinge teilweise hergenommen. Zum einen auch, um einen Podcast aufzunehmen. Und da habe ich die Tonspuren und sowas ein bisschen anders konfiguriert gehabt, damit das eben auf das Projekt, das ich damals da gebraucht habe, gepasst hat. Was jetzt dazu geführt hat, dass meine Tonspur von meinem Ingame-Sound auf einer anderen Spur lag, als dass mein Twitch-Stream abgegriffen haben konnte. Das heißt, alles war auf Aufnahme eingestellt mit getrennten Tonspuren und ich habe aus problematischen Gründen den Stream jetzt komplett mit naja, nicht hörbarem Ingame-Sound aufgenommen. Ich habe das fälschlicherweise nicht wirklich kontrolliert und ich hatte in meinem Aufnahmeprogramm ganz normal den Ausschlag gesehen, weil er das ja aufgenommen hat, nur eben auf einer anderen Tonspur, die aber natürlich der Livestream von Twitch nicht abgegriffen hat, weil der ja nur eine Tonspur am Stück abgreifen kann und nicht mehrere. Weshalb ihr jetzt in der folgenden im folgenden ersten Part dieses Live-Let's Plays leider keinen Ingame-Sound habt. Mir ist das Problem bereits jetzt, wie gesagt, aufgefallen und ich habe es behoben. Das heißt, ab der zweiten Folge wird es ganz normal Ton geben und alles wird wie gehabt funktionieren. Also die erste Aufnahme, die jetzt hier gleich nachfolgend passiert, wird kein Ingame-Sound haben. Ich werde auch die ganze Zeit nicht drauf eingehen, weil es mir während des Spielens nicht aufgefallen ist. Und wie gesagt, kurzer Disclaimer, nur damit ihr euch nicht wundert, das Problem ist bereits gefunden, behoben und wird zukünftig nicht mehr passieren. Ich hoffe, ihr werdet trotzdem ein bisschen Spaß daran haben. Mein Sprechen, also meine Mikrofontonspur, die ist ganz normal und alles ist in Ordnung. Aber es fehlt, wie gesagt, einfach der Ingame-Sound, also alles am Ingame-Sound. Das Spiel ist einfach gemutet sozusagen. Ich hoffe, es macht dem Ganzen keinen Abbruch. Ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß und ja, bei Folge 2 wird wieder alles super sein. Damit ich hier die Clangröße und die Spielergröße gleichzeitig habe. Wird schon irgendwie passen. Regelwerk. Standard-PvE-Regeln. Duo. Oh Gott, das Spiel. Das ist jetzt schon irgendwie, habe ich das Gefühl, eine gewisse Komplexitätsstufe, wo ich jetzt erstmal nicht mit gerechnet habe. Okay, starten wir rein. Wie gesagt, keine Ahnung, was mich erwartet. Einfach mal auf mich zukommen lassen. Okay, jetzt möchte es noch
Eine Firewall-Aktivierung habe ich gerade noch gemacht. So, jetzt gucken wir dann gleich mal, in was für einer Ecke meine Cam am besten platziert werden musste, damit das Spiel ordentlich dargestellt ist und ihr nichts Wichtiges verpasst, sozusagen. So. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Shader aufwärmen ist natürlich eine Sache, die kann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass das gerade passiert. Deswegen, ja, war ich jetzt gerade etwas. Hätte ich das natürlich soweit vorbereitet, aber jetzt natürlich als. Obwohl ich dachte, ich starte einfach mal blind rein. Habe ich natürlich jetzt nicht gewusst, dass da hier Shader geladen werden, aber. Ja, ist ja halb so wild, würde ich sagen. Das kriegt man hin. Ja, nee. Thirty-six Prozent. Okay, ja. Das haben wir doch. Ich denke mal, das wird auch die einzige Verzögerung bleiben und dann werde ich wahrscheinlich flüssig durchspielen können. Ich lasse es natürlich auch ordnungsgerecht auf der SSD laufen, damit da in der Hinsicht keine, ja, Einbußen in der Hinsicht passieren, dass irgendwie die HDD was verlangsamt oder so. Sollte man ja bei den heutigen Spielen sowieso irgendwie grundsätzlich machen. So, jetzt geht's rein. Gucken wir mal, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung von der Story, ich weiß gar nichts über dieses Spiel. Ja gut, das ist jetzt erstmal, das fühlt sich jetzt erstmal an wie so eine Standard-Vampir-Geschichte. Jetzt noch nichts irgendwie, was da groß unterschiedlich sein wird. Okay, boah, okay, das ist jetzt, es sieht auf jeden Fall schon mal jetzt wie ein etwas umfangreicherer Charakter-Editor aus. Und ja, wer mich kennt, ne, der weiß ja, dass ich ganz gerne weibliche Charaktere erstelle. So, jetzt haben Vampire hier die Möglichkeit, alle Hautfarben zu haben. Aber auch wenn alle Hautfarben möglich sind, würde ich ganz gerne eine sehr blasse Haut haben wollen. Einfach, weil ich das für sinnvoll halte. Übrigens, das kann jetzt übrigens eine gewisse Zeit dauern, bis ich da fertig bin. Also ein Charaktereditor, da verbringe ich gern mal ein bisschen Zeit. So. Ich überlege gerade, oh, so lila wäre eigentlich eine geile Farbe. Und dann so helllilane Haut. So ein bisschen, ne? So. So vielleicht. So. Oder so leicht grünlich. Grün ist ja auch so eine Farbe, die mich total anspricht, ne? Aber das wisst ihr ja eigentlich auch schon, ne? Wenn ihr ein bisschen so meinen YouTube-Kanal verfolgt und wie ich auch immer alles so meine Sachen gestalte, da ist immer sehr viel Grün mit drin. Das ist so meine Farbe irgendwie. Aber ich hätte auch irgendwie Bock, da hier so ein Grünlicht zu machen. Dann sehe ich ein bisschen aus wie so ein Goblin. Das ist auch cool. Auch wenn ich ein Vampir bin. Aber das Spiel sagt, sieht ja eh vor, dass man sich ein bisschen anders färbt. Und das ist irgendwie noch
So oder so dann, ne? Dass es so ein bisschen blass und grün aussieht. So, ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das nehmen wir. So, okay, jetzt können wir mal gucken. Letztendlich sehen ja eigentlich alle Gesichter böse aus. Okay, das hier ist einfach nur. Das ist, wenn ihr World of Darkness kennt, ne? Also die Vampire the Masquerade Sache. Das sind so die Nosferatu, die Dinger hier. Der Rob. Ah, es geht weiter, es geht hier noch weiter. Ah, jetzt kommen die weniger. Okay, es gibt doch noch ein paar weniger gruselige Köpfe. Da die hier zum Beispiel. Ja, die sind die zwei letzten da, die sind vollkommen cool. Ich würde jetzt auch tatsächlich, auch wenn hier lauter grimmige und böse Köpfe zur Auswahl sind, fast mal gucken, ob ich so ein bisschen ein charismatisches Aussehen hinbekomme. Da hätte ich irgendwie mehr Lust drauf. Ich weiß nicht, ob ich wie abgefuckt ich dann in dem Spiel sein werde. Wir spielen ja immer noch einen Vampir und man weiß ja, dass die eigentlich in der Regel als die Monster angesehen werden. Aber ich versuche das einfach mal hinzubekommen. Okay. Ich glaube, die einzigen Auswahlmöglichkeiten sind die erste, das zweite und die letzten beiden. Die anderen sind alle wirklich grumpy oder echt böse. Ich glaube, ich nehme wirklich das hier schon direkt. Und dann, boah, die Haut, die Augenfarbe auch einfach. Was heißt denn hier eigentlich sperren? Sperren heißt, dass man die dann jetzt, man konnte die ja trotzdem ändern, auch wenn sie gesperrt sind. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, was die damit meinen. Aber, ey, dieser Leuchteffekt, ne? Ich meine, guckt euch das mal an. Wenn man da jetzt, das ist ja voll der, das ist, sieht aus wie ein Autoscheinwerfer, die Augen. Das ist richtig krass, Alter. Aber eigentlich muss es ja fast rot sein, ne? Rot oder knallgelb. Sowas vielleicht dann, oder so. So knallgelb oder halt dann rote Augen. Was anderes kann ich mir halt echt nicht, auch nicht als Kontrastfarbe zu dem grünlichen, zu der grünlichen Haut vorstellen. Ich werde die Augen nehmen. Das sieht ganz cool aus. So, Haare. Haare machen jetzt unglaublich viel aus, das ist eigentlich fast schon das Wichtigste, um den Look darzustellen. Guck mal, was so an weiblichen Haarfrisuren da ist. Es gibt ja immer das Phänomen, dass es da irgendwie immer so ein Lack of Female Hairstyles gibt in Spielen, so. Okay, das ist auch eine wilde Haarfrisur. Die habe ich in noch keinem Spiel so gesehen. Das ist irgendwie. Ich weiß ja, das hat. Das sieht aus, als hätte man zwei so Partyhüte auf, Alter. Oh, das gefällt mir so lang. Oh. Ja, was ich eigentlich gerade meinte. Es gibt ja so echt viele Spiele, wo so unglaublich auch so umfangreiche Charaktereditoren haben, aber dann sind da irgendwie für weibliche Charaktere die Haare wirklich nicht so viel Auswahl da, wie man sich denn hätte wünschen. Da gibt es ja echt viel. Und dann gibt es da ja auch echt noch die Sache, dass dann auch viele Woman-Hairstyles, die dann eigentlich so entweder ein Unisex-Haarstil sind oder halt dann auch schon ins Männliche gehen, ne? Wo man dann sagt, das sind so. Ja, trotzdem so mittellange Haarfrisur mit Undercut und so ein Kram, was dann halt für Männer und Frauen funktioniert. Ja. Boah, ich glaube, ich bin da. Boah, das ist irgendwie voll die Sephiroth-Frisur. Das ist auch cool. Auf jeden Fall, ich glaube, ich bin ja eher hier bei denen da hinten jetzt gerade gewesen. Hier, das da war schon cool. Oder das hier war auch sick. Das ist irgendwie weird, dass da die Haare so nach vorne gehen. Wie viel Haarspray musste man nehmen, um die so nach vorne zu biegen, Alter? Das ist doch unglaublicher Aufwand, nur um dann so auszusehen. Okay. Ne, ich glaube, ich bin hier. Da bin ich zu Hause. Die Frisur gefällt mir. So, jetzt brauche ich noch Haarfarbe. Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das muss jetzt wieder im Kontrast zu den Augen und zu der Hautfarbe stehen, damit es passt. Ich meine, so eine dunkle Frisur wäre natürlich naheliegend, ne? Dass wir einfach hier schwarz nehmen. Das wäre natürlich ein optimaler Kontrast. Schwarz wäre aber, glaube ich, ein bisschen langweilig, oder? Sag mal. Komplett weiß wäre auch ein Kontrast, aber das hatten wir ja im Grunde als Beispiel, aber das ist auch nicht wirklich weiß, das ist eher so grau, ne? Richtig weiß gibt es irgendwie nicht, ne?
Aber nicht schlimm. Wir gucken einfach mal weiter, was auch noch. Rot ist auch immer gern so ein Ding, was ich nehme. Rote Haare mag ich auch sehr gern. Würde auch noch super zu deinem grünen Haut passen. Dass die Haare rot sind. Oder halt dann so Ginger-mäßig, so rot, so orange, so. Ne? So. Ja, das ist fast schon wieder so blond. Ne? Ich meine eher so wirklich so eine Orange. Ne? Sowas in die Richtung, wie das hier gerade. So. Das ist noch nicht so ganz braune, sondern noch so im rötlichen. Ja, aber wenn dann, ich weiß nicht, ich habe mich gerade schon fast schon in das hier verliebt, so ein bisschen, dass ich so rote Haare auf die grüne Haut habe. Mit den gelben Augen, das passt schon super. Das ist fast mein Favorit und dann halt die schwarzen Haare. Aber schwarze Haare fand ich jetzt irgendwie, wären so die Notlösung gewesen, wenn ich nichts anderes gehabt hätte. Ich mach's so. Das sieht gut. Ich finde das wirklich gut. Jetzt sperre ich das. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das hilft, aber ich mach's jetzt einfach mal. Ja, was ist denn da los, ne? Bärte. Ja, gut, ne? Logischerweise keinen als Frau so, ne? Frisur auch, Sperren, Gesichter, Sperren, ja, passt. Zubehör. Ah ja, aha, Ohrringe oder Accessoires, ne? Nee, so eine Brille nicht. Wenn dann wirklich Ohrringe oder sowas. Boah, das ist cool, so eine Kette. Ja, so eine Ohrenkette hier. Das ist cool. Das gefällt mir. Nehmen wir. Dann sperren wir das auch. Was auch immer das Sperren jetzt gebracht hat, aber Namen auswählen. Ah, jetzt kommt das. Benenne. Ja, wie nennen wir die denn, ne? Lass mal überlegen. Was hatte ich denn so für Namen für meine Vampire-Charaktere? Ich ehrlich gesagt gar nicht mehr im Kopf. Ah ja, ich weiß es. Ich nehme den Namen meines Cyberpunk-Charakters. Wie habe ich die geschrieben? Nee, ich glaube, das war so, dass das N schnell ausgesprochen wird. Ja, Melania. So. Genau. Und dann. Ah, warte mal, ich will mal kurz würfeln. Was nimmt er mir denn? Sabrina, Becca, Ambrosia, Thelma, Katie, Leandra. Leandra ist auch cool. Das ist auch ein Name vom Payback-Charakter. Nina, Faye, Sun, Sapphire, Glenda, Etienne, Lucinda. Lucinda ist auch cool eigentlich. Na komm, ich bleib bei Melania. Das passt schon. Das war jetzt meine erste Intuition und auf die soll man ja auch irgendwo bekanntlich immer mal ein bisschen hören. Abschließen. So, starten wir in die Welt. Zum Aufwachen Leertaste drücken. Okay. So. Gut, das ist schon mal die erste Änderung. Ich habe keine Mauspoint-Steuerung, sondern mit der Maus schlage ich in die Richtung, in die ich mich drehe. Und bewegen tue ich mich mit WASD. Das ist so Twin-Stick-Shooter-mäßig, nur mit Nahkampfangriffen. Links halten. Okay. Also okay, das ist schon mal eine sehr interessante Steuerung. Wird gewöhnungsbedürftig. Gut. Gut. So. Ah, und ich sehe gerade, meine Cam ist eigentlich ganz gut positioniert. Das Einzige, was ich noch machen könnte, wenn ich es jetzt gerade sehe, sie ein kleines bisschen kleiner machen und nochmal nach oben. Weil dann seht ihr nämlich auch meine Statusleiste da unten. So. Genau. Jetzt würde ich auch das ganze Ding hier.
Perfekt. Ja, passt. Dann schauen wir mal. Jetzt bin ich hier verlassen mit F. Okay. Ich glaube, diese Steuerung, die weicht auch, glaube ich, deswegen so ein bisschen von Diablo ab, weil das ja dann auch noch dieses Baumenü-Ding geben wird. Und ich glaube, da braucht man dann ein bisschen diese anderen Freiheiten mit der Maus, dass man da dann ordentlich kämpfen kann. Ah, da ist ein Skelett. Ich habe bis jetzt nur eine Dash-Action, ja, und eine Attack. Okay. Dann kratze ich das Skelett mal kaputt und habe 10 Knochen bekommen. Okay, es fühlt sich jetzt erstmal nicht so schlecht an, ne? Okay, die Ratte konnte ich einsammeln. Schön. So, jetzt habe ich nur noch. Okay, meinen Lebensbalken sehe ich über meinem Charakter. Einige Gegenstände werden im Inventar hergestellt. Tab. Okay, Tab ist mein Inventar. Ich habe da eine Ratte und 35 Knochen. Herstellung. Schwert und Ring. Also ein Schwert ist schon mal nicht verkehrt, ne? Dass ich nicht mehr nur mit meinen Klauen zuschlag. Wobei die natürlich auch nicht schlecht wären. Weil Klauen sind ja auch immer noch mächtige Waffe. Aber halt nicht so krass wie ein Schwert. So, da ist ein weiteres Skelett. So. Knochen. Nein, noch die Ratte will ich wieder einsammeln. Ah, damit baue ich Stein ab. Okay, interessant. Geht das unendlich lange? Ich denke mal, das ist irgendwann erschöpft, oder? Und die lassen mich hier nicht unendlich lange Steine sammeln. Ja, klar, die fallen irgendwann auseinander. Ja, dachte ich mir. Wäre ja auch mega weird, Mann. Wobei ich das Konzept schon wieder lustig fände, wenn die darauf plädieren, dass irgendwann die Spieler die Geduld verlieren, um da auf den Stein einzuschlagen und dann freiwillig aufhören zu farmen. Das würde ich fast schon wieder feiern, wenn sie mit der Denke einfach den Stein unendlich lang gelassen hätten. Gegenstand hergestellt. Ich habe in der Ausrüstung jetzt einen Ring. Ist der auch ausgerüstet? Ah ja, der ist ausgerüstet direkt. Magische Quellen erhöhen die Rüstungsstufe und steigen die Macht der Zaubersprüche. Zauberkraft. Okay. Das sind Crafting-Materialien. Herstellung. Okay. Blutvorrat. Attribute. Okay. Ja. Also bis jetzt bin ich positiv überzeugt von dem Spiel, muss ich sagen. So. Oh mein Gott, Sonnenlicht. Ach ja, da war ja so eine Sache mit, ich bin ein Vampir und Sonnenlicht problematisch und so. Muss ich gleich darauf achten, diese Sonnenflecken nicht zu, naja, dass sie mir wehtun und mich elendig verbrennen bei lebendigem Leibe. So. Na. So, was haben wir denn hier? Noch eine Ratte und noch mal so ein Dude. Da haben wir was zum Looten. Ein paar Steingräber. So. Was ist das hier? Cannabis-Plantage. Ah, nee, das sind verwucherte Gräber. Okay. Warum kommt denn hier jetzt auch Sonne? Was ist denn das? Ich muss da hoch. Ich muss da hoch. Habe ich denn eine Möglichkeit? Ich meine, ich muss halt darüber dashen, ne? So. Alter, bin ich dumm oder was? So. Pflanzenfaser.
Ich habe jetzt irgendwas von Pflaster gelesen und dachte mir, hä, was will denn der mir jetzt mit einem Pflaster? Oh Mann, ich bin schon dumm. So, jetzt habe ich einen Zauberblatz. Knochenschwert. Ist das Zielen mit Zaubersprüchen, um anzugreifen? Okay, ich verstehe. Ach so, R ist mein Zauberspruch. Schattenblitz. Projektil ist 170% magischen Schaden und Lebensraum zufügt. Mit R. Ja, okay. Hört sich auch gut an. Ich habe nur einen Ringslot, ne? Okay, das ist nicht kein Ringslot. Sonst hätte ich gesagt, ich stelle nochmal so einen Knochenring her, dann hätte ich den Bonus vielleicht doppelt, aber so geht es natürlich nicht, ne? Nicht mit einem Ringslot. Da reichen mir. Kann ich das Item nicht doppelt benutzen? So, die Skelette werde ich natürlich jetzt nicht töten, die da mitten in der Sonne rumlaufen. Das ist, wäre ja nur dumm für mich. So, probieren wir das doch mal. Zack, kriegst das mal einen Zauber ab hier. So, schöne Sache. Gut, dann sind wir doch eigentlich auch schon da, oder? Ich nehme jetzt mal noch die Knochen mit, die ich hier mitnehmen kann. Ich nehme mal stark an, dass Knochen eine sehr wichtige und sehr, ja, wie soll ich sagen, eine sehr, wahrscheinlich sehr wichtige und oft verwendete Ressource sind, sein werden. So. So, jetzt habe ich die doch noch bekämpft, weil ich die Sachen hier einsammeln will. Nämlich das Gefühl, dass, wenn ich dieses Gebiet hier verlasse, dass ich vielleicht nicht mehr weiter kann. Jetzt habe ich einen neuen Zauber bekommen. Blocke langen Nahkampf- und Projektilangriffe. Wenn du einen Angriff blockierst, wird eine Blutnova freigesetzt, die Feinde zurückstoßt und Lebensraum zufügt. Mit C, okay. RC. C ist mein Konterzauber. Das ist ungewohnt, aber ich werde reinkommen. Ich will einfach mal gerade das gesamte Gebiet looten und clearen. Ich habe das Gefühl, dass ich dann mit dem maximalen Reward aus diesem Tutorial-Gebiet rausgehe. So. Was ist da los? Komme ich da rein? Wohl eher nicht, ne? Und da ist auch schon wieder Licht auf dem Boden. So. Gut. Kann man die eigentlich kaputt machen, die Sachen? Ah ja, das ist doch schön. So. Gut. Oh, weißt du, was mir. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier so die PC-Steuerung angucke und wie die Tasten sich belegen, dass dieses Ding eindeutig mit der. Das soll, glaube ich, ein Controller-Spiel sein, oder? Was habe ich denn da? Barbane-Wald, konterregnische Angriffe mit dem Blutritus. Finde aus dem Friedhof heraus. Ach so. Ja gut, das erste mache ich jetzt automatisch. In welchem Teil des Waldes gehe ich denn? Hier rein. Einfach mal das linke. Ich weiß ja nicht, wo ich hier rauskomme. So. Ah ja, gut. Soll ich dann gleich die C-Fähigkeit benutzen?
Kamera drehen. Okay, auch nicht schlecht. So. Was haben wir denn hier? Da komme ich nicht durch. Ach, ich kann es kaputt hauen. Schön. Gut. Einen habe ich ja erwischt damit. So, dann hätte ich das auch. Gut. Dann beanspruchen wir das mal. Knochenschildrüstung. Ach so, neue Crafting-Rezepte. Schön. Rüstung. Knochenschild, Brustschutz. Erstmal gleich den Brustschutz bauen. Die Hosen, ja, und Stiefel und Handschuhe, das ist überwertet. Wobei man vermutlich, man würde doch vermutlich, wenn man jetzt wirklich in so einem Survival-Ding wäre und ja, und sich jetzt wirklich so um realistische Maßstäbe kümmern würde, würde man doch vermutlich zuerst Stiefel herstellen, oder? Also wenn man die Auswahl aus den Kleidungsstücken hat, weil wenn man hier in so einer Prärie rumrennt, wo der Boden hier sowieso ein bisschen uneben und eklig und was auch immer ist, dann will man doch, glaube ich, erstmal seine Füße schützen, bevor man irgendwie anfängt, sich anderweitig Oberbekleidung herzustellen, oder? Also das wäre jetzt zumindest so meine Denke. Das ist doch so der logische Schluss, oder? Das ist doch irgend so ein Heilbrunnen, oder? Den ich jetzt wahrscheinlich gar nicht nutzen muss. Ah ne, der Teleportations-Dingsbums-Dingelsbummelsbluff. Okay, ich verstehe. Das ist eigentlich nur dafür da, um von einem bekannten Teleportationsdings zum nächsten zu kommen. Ja, ich muss eigentlich nur farmen gerade, um diese Sachen für die Quest da oben herzustellen. Tierische Materialien brauche ich für die Stiefel. Ah, da ist doch was. Guck mal, hau mal da doch kaputt hier mal. So. Bro. Alter, ich habe das Schild verkackt. Der Wolf hat nicht in dem Rhythmus angegriffen, wie ich mir das gedacht habe. Ich kann mich an diesem Tier nähren. Okay, das ist schön. Blutgruppe geändert. Alter, erstmal meine Blutgruppe geändert. Ja, wenn das bei Menschen auch funktionieren würde, ne, das wäre. Ich meine so, es gibt ja genug so Leute, die irgendwie wegen irgendwelchen Chemotherapien oder so die Ding brauchen, irgendwie Blut von anderen Leuten oder bei Bluttransfusionen, und dann gibt es ja genug Leute, die irgendwie saulang auf irgendwelche Blutspenden warten müssen, weil es für ihre seltene Blutgruppe nichts gibt. Und wenn dann da einfach die Lösung wäre, dass man bei einem anderen eine kompatible Blutgruppe trinkt, so Vampir-like, weißt du, so reinbeißen in den Hals, bisschen Blut nuckeln und dann einfach mal und sich damit dann irgendwie heilen können ordentlich, das wäre ja auch interessant, oder? Ja. Sag mal, Leute, na, ich glaube, es hackt da wegen. So. Ich konnte bisher nicht, ich glaube, ich konnte bisher nur nichts machen. Ach, das kann ich nicht kaputt machen, weil die Angriffsstufe zu niedrig ist, ich verstehe. Es ist wohl noch zu hart für mein Schwert. Oder so. Ach Gott, ich bin so ein Dulli.
Aber werde ich in diesem Spiel ein Achievement dafür bekommen, ein Reh zu jagen? So kompliziert, wie mir das hier gerade vorkommt. Ich hack hier schon mal den ganzen Crafting-Scheiß. Ich habe das Gefühl, dass ich das noch in Massen brauchen werde, das ganze Zeug. Ich habe gerade jetzt erst gemerkt, dass es auch reicht, wenn man die Sachen einfach. Angeklickt lässt und nicht. Naja. Praktisch immer antippt. Ich habe die ganze Zeit gebuttonmashed wie so ein LOL-Spieler. Und ja, war gar nicht notwendig, ne? Vampirportal. Ich habe gerade gar kein Ziel, oder? Ich muss einfach nur Überlebenskram machen. Ne? Also Materialien sammeln, um meinen Kram zu craften. Das ist doch gerade mein Ding, oder? So, jetzt mache ich Stiefel. So, Gegenstand hergestellt. Jetzt brauche ich robuste Tierhaut nochmal für meine Handschuhe. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal. Ich brauche ein Tier. Komm her, du Reh. Okay, das war jetzt doch leichter, als ich gedacht habe. Aber das ist auch irgendwie nicht so ambitioniert weggelaufen wie die anderen. Das wollte er wohl mit seinem Leben auch abschließen. Jetzt habe ich schon wieder gebuttonmashed. Ich werde mir jetzt angewöhnen, dass ich einfach den Knopf gedrückt halte. Ich sehe gerade, ich kann eine Waffe wechseln. Ich wollte jetzt eigentlich gerade gucken wegen der 1, ob man da irgendwie eine Spezialattacke mit dem Schwert macht. Aber das ist einfach nur das Schwert scheinbar wegzulegen und dann wieder seine Klauen zu benutzen. Ja. Okay, hat mir das jetzt gereicht für die Handschuhe? Ja. Hat es getan. Dann bin ich jetzt ja mit der Quest fertig, oder? Jawohl. Zack. Knochen, Äxte oder Knochenkeule? Nee, ich soll beides herstellen. Okay. Also ich bin jetzt ja eher für so eine. Oh, wobei, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin für die Äxte, aber wenn ich hier jetzt das Bild von der Keule sehe. Aber nee, die Axt. Die Axt ist es wahrscheinlich. Da habe ich mehr Bock. Und die Keule auch wegen der. Ja. Es kann sogar sein, dass ich da auch. Alle beiden Waffen, dass ich alle Waffen brauche auch, ne? Dass das fürs Crafting auch relevant ist. Ihre Blutessenz zu entziehen. Schaltet Bauplan Schlossherz frei. Ah ja, sammle Holz und Stein. Genau, jetzt wäre das gekommen. Jetzt hab ich aber automatisch schon geschafft, weil ich ja ganze Zeit schon hier am Rumcraft Materialien sammeln bin. Und jetzt kann ich hier auch scheinbar die Waffen wechseln und Verbrauchsgegenstände einsetzen. Ah ja. Okay, das ist jetzt praktisch so eine Zweihandwaffe. Das sind zwei Einhandäxte. Und das ist halt mein Schwert. Oh, ich glaube, diese Äxte taugen mir halt total, Mann. Wobei ich glaube, boah, so ein Zweihandkampfstil mit so einer schweren Waffe feiere ich halt schon auch hart, ne? So, ne? Aber ich glaube, das hier kommt gerade echt cool. Und vor allem ist es dann auch so, dass man mit einer Axt zum Beispiel den Baum schneller fällt. Weil es ja die Waffe ist, die dafür gedacht ist. Ja, kam mir jetzt schon schneller vor, als gerade noch diesen Baum zu fällen, um ehrlich zu sein. Ja, okay. Ja, ich muss Lebewesen töten. Ich finde schon welche, keine Angst. Ah.
Sind das Menschen? Ja, das sind Menschen. Da Menschen sind Lebewesen, oder? Das sollte doch gelten. Stark. Die Sonne geht auf. Ja, das ist eine schlechte Neuigkeit für mich. Oh Gott. Ja, okay, jetzt bin ich halt einfach an der Sonne gestorben, oder? Das war jetzt der Hauptvernichter meines Körpers. Ja, oder waren die Kundschafter zu krass? Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht, aber die fallengelassene Beute. Okay, ich muss die zurückholen. Aber die Sache ist, wie kriege ich das jetzt hin wegen der... Wie bekomme ich denn das jetzt hin mit dem Ding hier? Was habe ich denn eigentlich jetzt von der Beute liegen gelassen? Ach, das Zeug da unten alles. Mein ganzes Crafting-Zeug. Okay. Ja, okay, der Wolf zählt ja auch als Lebewesen, oder? Dass ich den irgendwie... Okay, tötet Lebewesen und Blutessenz zu entziehen. Habe ich jetzt aber gar nicht gemacht, oder? Aber trotzdem Punkte bekommen. Ach so, das war von dem Menschen noch wahrscheinlich, oder? Und die Sache ist halt, da ist nämlich, hier ist schon wieder Tag. Guck jetzt, oh Gott, wie kriege ich das denn hin? Bitte, dass ich hier nicht die ganze Zeit wegsterbe jetzt. Wie schütze ich mich denn vom Tageslicht? Ich meine, ich kann ja nichts tun eigentlich. Ich bin ja automatisch im Licht draußen, oder? Jetzt mache ich mal hier Blutheilung. Ja gut, der Wald schützt mich jetzt vor dem Sonnenlicht, ja. Aber ich muss mich ja jetzt praktisch am Tag im bewussten Dunkeln aufhalten, ne? Weil sonst brustel ich hier einfach weg. Ja, Alter. Boah, wie mache ich das denn? Das ist ja weird. Wie kann ich mich denn... Erlaube den Vampiren, dein Blut zu trinken. Teilt dein Blutvorrat in zwei Hälften, wenn du Blut und Blutgruppe einer Vampir hältst. Bei so viel Liter Blut. Okay. Ja. Interesting. Ich habe keinen Schimmer, was los ist, wie ich es machen soll. Da ist ein Wolf. Ja, ich kämpfe mit dem Prügel hier. Ich will mal den Prügel ausprobieren. Okay, der Wolf ist ein sehr schneller Gegner. Ich denke mal, das muss man auch berücksichtigen. Ja, komm, saug aus. Futter den Wolf. So. Gut. So. Ich bin immer noch gerade etwas, wie soll ich sagen, verwirrt wegen der ganzen Geschichte mit dem Sonnenlicht. Wie ich den Tag verbringe. Aber ich sehe da dahinter die Survival-Mechanik auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, Steine baue ich damit dann sinnvoller ab. Wenn jetzt diese Gegenstände wirklich eine Relevanz miteinander haben, dass es sich ändert, wenn man die wechselt. Hey, und selbst wenn es nicht so ist,
Da gibt es dann so einen Effekt in meinem Gehirn, der mir dann automatisch einredet, dass das so wäre und ich würde es trotzdem die ganze Zeit so tun, dass ich dann für die Bäume die Axt benutze und für die Steine die Keule, weil ich mir selbst einrede, dass das schneller geht, obwohl es vielleicht nicht der Fall ist, aber ich glaube, das ist tatsächlich schon so. Ich meine, ich habe vorhin mit dem Schwert die Bäume langsamer abgehakt. So. So. Gut, ne? Weil hey, wenigstens hat das Spiel überhaupt Sonnenlichtmomente. So, jetzt geht der Mond auf. Jetzt kann ich in das Gebiet vor und mein Zeug zurückholen. Und die Menschen endlich mal töten. Diese Knalltüten. So. Jetzt kämpfe ich mich nach vorne zu meinem Loot, den ich verloren habe. Jetzt, wo ich scheinbar kann, weil das Sonnenlicht weg ist. So. Auf geht's. Gehe ich überhaupt gerade in die richtige Richtung? Ich guck gerade mal nicht, dass ich. Ja, doch, tue ich. Kam mir jetzt auch erstmal so instant erstmal richtig vor. Ja, ne, dann sind wir wieder hier. In dem Menschencamp, wo ich gerade gestorben bin wegen dem Sonnenlicht. Jetzt schlafen die ganzen Bimbos auch scheinbar alle. Pass mal auf. Ich will jetzt erstmal meinen ganzen Loot wiederholen. So. Ah, jetzt habe ich auch automatisch den Quest fertig. Ah, jetzt habe ich hier das Baumenü. Schön. Nee, ich will aber tatsächlich erstmal hier alles kaputt machen. Ah, hier ist ja auch noch einer von den Dudes. Komm her. Lass mal trinken von dir, mein Freund. So, schöne Sache. Öffnen. Kiste. Was haben wir denn hier? Rauer Faden. Münze, Wetzstein. Gut. So. Kupfererz. So, Karte. Banditenlager, wichtige Ressourcen, Papier. Was? Benutze die Karte, um den perfekten Baublatz zu finden. Schalte das Baumenü ein oder aus, baue und interagiere in einem Schlossherzen. Okay, ich verstehe. Hier soll es noch Papier geben, als wichtige Ressource. Um ehrlich zu sein, sehe ich hier gar nichts. Und da ist es doch auch schon wieder außerhalb des Lagers, oder? Das ist doch nicht mehr das Lager. Ja. Jetzt die Sache, wo ist der beste Bauplatz? Geht mit ihr, Alter. Arbeiter. Ja, moin. Hey. Bro, halt die Fresse. Lass mal von dir trinken. So. Wobei ich habe das Gefühl, dass so Arbeiter vielleicht sogar eine Spielmechanik haben, dass ich die nutzen kann für meine Tools und so.
Ich würde ja gerne direkt hier das Lager zum Bauen benutzen, aber hier kommt halt dann tagsüber das Sonnenlicht hin, ne? Wo ist denn das Baumenü? Wo ist denn das Bau? B ist einfach das Baumenü. Schlossherz. Kann nicht neben wichtigen Orten platziert werden. Ach, das muss ich mitten in die Pampa stellen praktisch. Das ist gewollt. Ah, und wichtige Orte sind so markierte Dinger dann. Das heißt, ich muss das wirklich wohin stellen, wo die komplette Pampa ist. Ja, pass auf, dann gehe ich doch. Ach, der zeigt mir hier sogar mögliche Orte an. Okay, ich verstehe. Ja, da ist nämlich auch ein Ort, wo ich gerade eigentlich hin wollte für mein Castle. Es geht bei ihm. Ach nee, das ist ein Totenkopfgegner. Ich bezweifle, dass ich die besiegen kann. So. Was ist denn das für einer? Bro, bist hier ja fast am Sterben, Bro. Der droppt auch Papier. Schön. Hier sind lauter Halunken. Ups. Da bin ich an meinem Mikrofon hängen geblieben. Ich hoffe, es war nicht allzu störend, das Geräusch. So, was haben wir denn hier? Das ist auch wieder ein Banditenlager, ne? Und irgendwie ballern die hier. So. Ach Gott, die können mich während dem Trinken angreifen. Okay, das ist natürlich suboptimal. Das hätte ich jetzt wissen müssen. Bro, du tötest mich nicht. Gut. Wie ging das mit dem Heilen nochmal? Oh Gott, jetzt habe ich. Nein, ich wollte doch gerade das mit dem Heilen nochmal machen. Ich habe es vergessen, wie es ging. Jetzt liegen da schon wieder Sachen von mir rum. Okay. Hulululululu. Wo stelle ich denn jetzt mein Lager auf? Ja, ne. Ich würde eigentlich gern mein Zeug holen, aber ich bezweifle, dass ich das jetzt schaffe, weil da wahrscheinlich wieder dann der Tag anbricht. Ne? Das ist doch das Ding. Jo. Gut. Da zeigt er mir eine Stelle an 70 Meter entfernt. Dann gehen wir doch mal, schauen wir doch mal dahinter. Ich denke mal für die allererste Festung. Ich denke mal, man macht ja dann irgendwie mehrere später oder so. Ist es jetzt, denke ich, erstmal gar nicht so relevant, wo die steht. Ah, lass mal hauen hier. So.
Das Schwert macht physischen Schaden. Aber die machen alle gleichen Schaden. Es geht nur um den Kampfstil beim Kämpfen, okay. Ich wollte jetzt nämlich gerade mal gucken, mein Gedanke dabei war nämlich, ob, wenn jetzt da die Axt zum Beispiel noch fürs Holzhacken ist und die Keule fürs Steine, dass dann das Schwert eigentlich fürs Crafting zwar keinen Job hat, aber vielleicht dann fürs Kämpfen mehr Damage macht oder so, dass halt das Schwert dann die Kampfsache ist zum Beispiel. Ja. Gut, dann okay, gucken wir mal dahinter. So. Hey. Nicht. So aggressiv, Wölfchen. So. Oh, da läuft irgendwas anderes rum, Alter. Was zur Hölle ist denn hier los? Jetzt sagt ihr mir, ich soll das Baumenü öffnen. Aber das sind noch lauter Monster. Wie? Das ist ja, da kann ich doch nicht bauen. Ist ja schlimm. Was ist denn, das ist ein Bär mit einem 18er Lebensbalken, Alter. Okay. Nein. Bro. Kann man auch Aggro von Monstern wieder verlieren? Geht das? Oder habe ich den. Ah ja, kann ich. Okay. Oh, wie war denn das jetzt nochmal mit dem Heilen? Ich habe das voll aus dem Blick verloren. Was habe ich davon drücken sollen, dass ich in dieses Menü komme? Ah ja, STRG. Ah ja. Gut. Das ist natürlich dann der Fall, ne? So. Gut, dann gehen wir weiter, und gucken einfach mal. Ach Gott, ich habe das Gefühl, diese Dinger da auf der Karte, sind keine möglichen Bauplätze, die der mir vorschlägt, sondern das ist eher so, wie soll ich sagen, eher so so größere Locations, wo halt Monster leben, ne? So gro Big Monster Farms. Oh Gott, nein, bitte, hör auf mich zu brutzeln. Oh Gott, Alter, ich mag nicht mehr. Ich hasse das Sonnenlicht. Bitte nein, tu das nicht mit mir. Tu das nicht mit mir. Nein, ich muss mich heilen. Aber ich bleibe jetzt mal hier. Da kam vorhin kein Sonnenlicht hin. Alter, das ist ja schlimm. Aber jetzt kann ich da halt auch wieder nicht bauen, weil ich in der Nähe von dem Highspot bin. Okay, also wo ich jetzt eine mögliche Baulocation habe, habe ich echt noch nicht gerafft. Ich meine, wenn ich jetzt hier das Ding hier beschwöre, du hast jetzt das Anwesen, solange es Blutessenz enthält, treibt es dein Schloss an und verhindert, dass es verfällt. Das ist Gebiet mit Fundamenten und Böden erweitern, die vom Herz angehen. Das wird das Herz zerstören und dann permanent. Okay, ich brauche Stein und Blutessenz. Ich habe also sogar auch noch zu wenig Materialien dafür. Gleichzeitig noch dazu, dass ich noch keinen Platz habe. So.
So. Holz. Ich und mein Holz, Alter. Da ist Stein. Ich brauche aber auch Blutessenz. Das heißt, ich muss die Tiere trinken, oder? Das war doch das Ding, um die Essenz zu bekommen. Nein, jetzt habe ich es gekillt. Ach nee, Essenz bekomme ich auch vom Töten. Ach nee, das war sogar so, dass ich Essenz verbraucht habe beim Trinken, ne? War das nicht so, dass er Minus-Essenz gesagt hat? Alter. So. Gut, wie schaut es denn jetzt aus? Ich brauche noch Stein, einen ganzen Haufen sogar. 163, 240. Okay. Oh, wisst ihr, was ich schön fände? Und ich hoffe, dass das so ist. Wenn ich jetzt dieses Base baue mit dem Castle, dass da dann kein Sonnenlicht hinfallen kann. Dass ich das dann auch wo bauen kann, wo eigentlich immer die ganze Zeit die Sonne drauf pfeffert. Und nicht gleich immer wegsterben werde. Das wäre halt schon sehr angenehm tatsächlich. So. Knochen. Ich brauche eigentlich Stein. Da draußen ist was. Komm, mach mal die Tür auf hier. So. So. Oh, jetzt brutzelt mich wieder die Sonne. Das ist doch komplett behindert. Da, an den Stein komme ich ran. Kann ich das kaputt hauen? Nee. Schön. Dann, ach, aber ich kann doch bestimmt hier am Rand entlang, ohne gleich wegzubraten, oder? Ja, schön. So. Gut, dann haben wir das. So. Schaut's denn jetzt hier mit dem Bauen von dem Ding aus? So, ich habe jetzt eins zur Verfügung zum Hinstellen. Jetzt muss ich nur eine Stelle finden, wo das geht. Wo habe ich denn einfach gerade gewone-hittet mit dem Zauber? Okay. Ja, nee, ich meine, am liebsten wäre mir das echt, wenn ich das halt an dem Punkt hinbauen könnte, wo die Dinge sind, ne? Wo diese Banditen ihr Lager da gerade hatten. Das wäre ein cooler Spot für das Camp, aber da, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass da vielleicht kein Sonnenlicht hinfallen wird. Dann der Mond geht auf. Okay. Dann jetzt erst einmal hole ich mein Loot wieder. Das ist jetzt wichtig. Und dann kann ich ja da hinten auch gucken, ob ich vielleicht. Ach, guck mal, da ist doch auch ein Dude. Dann kill ich den Wolf und den Dude. So. So. Gut. Ja, jetzt, wo es Nacht ist, kann ich ja hier mich frei bewegen. Das werde ich auch machen. Und erstmal mein Loot zurückholen. Oh, hier sind schon wieder so viele Leute. Leute, Leute, Leute. So. Ja,
Gut, aber jetzt weiß ich halt, wie man heilt, ne? Das war ja gerade mein Problem. Deshalb ist es jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, eher weniger das Ding. Ja, lass mich mal alles nehmen. So. So, gut. So. Ah ja, genau, die heilen mich ja dann auch, ne? Wenn ich da die in dem Ding hatte. Ja, erstmal looten, genau. Mitten im Kampf. So liebt man das, ne? So. So, gut. Ah, da, ich habe Knochenarmbrust gekriegt als grüne Waffe. Special und so. So. So, ich gucke jetzt mal, ob ich hier dieses Camp bauen kann, ob das geht. Na, guck, er mag nicht. Kann nicht in Nähe von wichtigen Orten platziert werden. Okay. Ich glaube einfach nur, das liegt daran, dass da ja immer wieder alles respawnen soll, ne? Das ist doch bestimmt das Ding, dass man hier nicht dauerhaft eine Ruhe dann hat. Und deswegen soll man das Gebiet hier freihalten. Lass mal trinken, das Ding. So. Ah, das gibt auch 5 Essenz. Okay, also dann gibt es doch Plus und nicht Minus. Das war ja vorhin so ein bisschen meine Denke, ob das vielleicht so ist. Boah, das wäre so ein cooler Spot. Aber das ist auch ein Special Spot wieder, oder? Das ist doch kein Spot für mein Lager. Oder kann ich die hier bauen? Ich kann die hier bauen. Nice. Das ist ein super Ort hier. Bauen unter Schlossherz. So. Was kann ich denn tun? Ich kann Blutessenzen reinhauen. So. Jetzt hält das Ding hier ja erstmal. So. Herstellung, Blutvorrat. So, jetzt kann ich das hier beanspruchen. Erweitertes Anwesen, indem du Böden platzierst und Palisaden bauen. Okay, jetzt kommt hier Crafting-Tool-Sache. So. Na, okay. B, Baumenü. Böden. Logisch, ne? Hier angrenzend Böden. Jetzt muss ich wahrscheinlich den Scheißtrick da wegbauen, weil blockiert durch Umwelt, genau. Jetzt muss ich hier erstmal einen Holzhacker holen. So. Immer noch blockiert durch Umwelt. Damit habe ich auch jetzt eigentlich was dagegen getan, oder? Was ist denn da nach unten am Stören? Okay. Ja. Ja, gut, ne? Ach, ich kann die Farbe von den Platten auch ändern. Unebener Boden, okay. Wände, Palisade. Ja, was machen wir denn da? Wir gehen mal direkt in die Außen. Ich will die blockiert durch Einheit. Okay. Erfordert Boden. Ach so, ich muss dann Boden. Okay, ich verstehe. Ich muss praktisch das hier loswerden, dass ich da einen ordentlichen Boden hinbauen kann. Ich will die Wand halt gleich nachhaltig hinbauen, ne? Also, dass ich praktisch den maximalen Platz nutze.
Was läuft denn da? Wah! Alter, was ist das für ein Viech? Help! Verpiss dich! Alter. Nein, jetzt hat's mich gekillt. Boah, ich hoffe, dass mein Lager ein Respawn-Punkt ist. Das wäre halt schon schön. Alter. Okay. Der Nachteil ist. Oh Gott, ich kann da nicht respawnen, ne? Oh Gott. Okay. Die Sache ist, jetzt muss ich halt auch gucken, dass ich da noch vor Tagesanbruch hinkomme, weil ich bezweifle stark, dass mir das jetzt dann Licht spenden wird, wenn ich da ankomme. Das wird nicht passieren, denke ich. Ich beeile mich jetzt einfach mal. So, ja, ihr Wölfe, ihr seid mir jetzt gerade mal leicht egal so, aber nur dezent. Ihr könnt mir natürlich hinterherlaufen und versuchen, mich zu beißen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber ihr werdet jetzt nicht so viel Erfolg damit haben. Mir gefällt auch gerade gar nicht, dass ich meinen. Ich meine, der Ort ist unglaublich cool, ne? Ich sag gar nichts. Der Ort ist geil, so. Hier hoch und so. Aber dass dann da solche Viecher wie dieses gerade reinkommen und mich einfach wegrapen mit Level 26, ist halt schon böse. So, ich will aber hier in Ruhe bauen, ist eigentlich, ne? Das ist eigentlich mein Plan. So, ich hätte jetzt gerne mal hier einen Boden hingebaut. So. Und dann kann ich eigentlich auch gleich eine Wand bauen. Die kommt hier hin. So. Wandi, Wandi. So. Was haben wir denn hier? Ein Palisadeneingang, ein Tor, eine Säule. Okay. Ich habe also alle Tools, um eine ordentliche Wand zu bauen. Ich würde dann gleich mal ein Tor platzieren. Und zwar hier. Damit das. Achso, ich brauche eine Wand dafür. Also praktisch eine angrenzende Sache. So, warum kann ich denn. Wie kann ich denn das restliche Zeug hier noch wegkriegen? Damit es hier nicht als Environment, das im Weg ist, gilt. Das wäre ja wichtig. So. So. Ja, nun, ich weiß gerade nicht, wie ich es anstellen soll. Ich brauche praktisch. Ja, ich würde halt schon gerne da so einen Boden bauen, ne? Aber das geht halt, das geht nicht. Der lässt mich nicht, blockiert durch Umwelt. Ah, hier ist jetzt wieder gestattet, Boden zu bauen. Okay. Ja gut, dann kann ich hier immerhin schon mal Wände hinstellen. Das ist doch schon mal was. Dann kann ich hier meine Wände erweitern. Zack, 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 zack. So, schau das doch mal an. Ist doch schön. So. Habe ich hier Wandis. Und kann meine Quest abgeben. Gut. Das habe ich, ne? Und dann kommt der Baum hier weg. Okay, jetzt soll ich offensichtlich auch Zeug herstellen, also so Dekorationsobjekte.
Gut. Ja. Ja, ne? Ja, ne? Jetzt geht die Sonne wieder auf. Scheiße. Ja. Ja, jetzt fange ich nämlich an zu verbrutzeln hier. Fällt mir gar nicht. Ja, gut, ne? Ich muss echt eine Möglichkeit finden, wie ich in meiner Base in Ruhe bauen kann, obwohl es tags wird. Sonst habe ich ein Problem. Da gibt es doch bestimmt irgendeine Möglichkeit. Das kann ja nicht sein, dass das Spiel daran nicht gedacht hat. Wenn es dann schon diese Tag-Nacht-Mechanik gibt mit den Vampiren, die verbrutzeln in der Sonne. Vor allem, jetzt muss ich halt wirklich warten wieder, bis ich zu meiner Base zurückkomme. Aber ich kann schon mal das Zeug craften vielleicht. Ne? Ich habe ja hier jetzt Möglichkeiten, Herstellung. Was gibt's denn eigentlich hier? Ich habe ja hier doch jetzt auch eine Armbrust. Die kann ich doch auch benutzen. Nein, jetzt brustle ich schon wieder. So. Ah, da sind Skelette drin. So. Scheint keine Munition zu geben, oder? Für die Armbrust, die schießt einfach immer. Ah. Gut. Uiuiui. Gott, es dauert wieder so lange, bis der Tag vorbei ist. Ich will zu meiner Base und da weitermachen. Ich kann ja in der Zeit ein bisschen sammeln, ich meine. Na, ich habe ja hier Möglichkeiten. Nee, ich will nicht purzeln. So.
Ja, wenigstens kann ich mich halbwegs produktiv gerade ergötzen. Weil es jetzt nicht allzu schlimm ist mit den Stellen hier. Aber ich hätte eigentlich schon gerne. Warte mal, herstellen. Ich kann doch. Ungeziefersalbe. Okay. Ach so, ich muss das nicht craften, diese Dinger. Ich muss die direkt übers Baumenü anwählen und dann kann ich die direkt platzieren. Dass ich praktisch, oder? Alter. Bro. Sag mal, hat's dich ja wegen, oder was? So. Ja, und diese respawnenden Gegner sind die Erklärung, warum man seine Base nicht in der Nähe aufstellen darf. Weil die halt einfach wieder kommen, wie in so einem MMORPG. So. Hier ist halt auch schon wieder überall Bullshit. Aber ich mache jetzt hier mal Holzhacken. Hol mir ganz viel Holz. Der Mond geht auf. Schön. Dann nutze ich das doch gleich, um wieder zu meinem Lager zu latschen. So. Den Wolf ignoriere ich jetzt einfach mal. Ach so, ja, er ignoriert mich aber nicht. Schön. Er jagt nicht einfach seinem Reh wieder nach, das er gerade gejagt hat. Er geht auf mich danach. Okay. Obwohl ich ja offensichtlich der brutalere Gegner bin. Aber ja, nee. Er hat halt Glück, dass ich ihn gerade einfach ignoriert habe. So. Jetzt bin ich hier wieder in meinem Lager. Hol mir jetzt erstmal wieder mein Zeug, weil ich hier gerade voll weggestorben bin, wie so ein Dulli. So. Und jetzt wird erstmal hier geguckt. B. Ich brauche Produktion. Holzsarg. Ach, ich habe das Gefühl, wenn ich den hier hin. Ach so, mit dem kann ich bestimmt. Mit dem Holzsarg kann ich bestimmt. Ne, und eine kleine Truhe soll ich hinstellen. Okay. Die stelle ich direkt hier ab, oder? In welche. Ach nee, ich muss die drehen. Kann ich das Zeug drehen? Ach ja, kann ich. So. Ja, jetzt habe ich das ganze Zeug hier. So. Ah ja, jetzt kann ich hier Zeug lagern, das ich. Übertragen. Ja gut, das Einzelzeug hier lasse ich mal weg. Ich will nur Massenkram jetzt mal in die Truhe legen, damit das. Ich meine, die Truhe ist ja jetzt auch erst einmal. Klein bloß. Ja, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Die Nebelfeuerschale. Was kann ich denn tun? Knochen soll ich da rein tun. Okay. Wenn ich jetzt mich hier zum. Ach so, ich kann, wenn es Tag wird, kann ich mich jetzt zum Pennen reinlegen. Das ist natürlich sick. Das ist wahrscheinlich die Mechanik dahinter. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob das wirklich stimmt, aber ich meine, warum soll denn ein Vampir sonst seinen Sarg benutzen, ne? Ich meine, macht doch nur Sinn. Okay, was tut das jetzt genau, wenn es brennt? Niedrige Schlossherzessenz. Ich hau da mal noch mehr rein. So. Okay. Boah, ich habe das Gefühl, das könnte wirklich ein Survival-Game sein, was mir taugt. Mir gefällt dieses Zusammenspiel zwischen diesen Vampir-RPG-artigen Sachen und diesem Survival-Crafting-Zeug. Dass es da irgendwie so schön ineinander spielt.
Lemi Lehm. Pflanzen, Fasern, Pflanzen, Fasern, Pflanzen, Fasern. Die Sache ist, hier wird ja auch gesagt, dass das Environment stört, aber wie kann man das denn entfernen? Das habe ich noch nicht herausgefunden. Da gibt es nichts, was ich irgendwie. Ne? Das Schwert macht hier auch nichts. Ne? Ja, ganz komisch. Das habe ich noch nicht raus, wie ich da Boden platzieren kann. Was ist denn hier los, Alter? Baue und interagiere ein Sägewerk. Einfache Werkbank und aus. Ah, jetzt kann ich Crafting-Scheiß machen. Hier ist eine einfache Werkbank. Brauche ich Betten? Ein Sägewerks, Holz, ja gut, das habe ich eigentlich im Inventar, das in der Truhe, das muss ich nur holen. Aber ich sehe gerade, es ist ja jetzt auch schon wieder das Ding, zum Beispiel, ne, dass ja zum Beispiel auch gerade, okay, da kann ich jetzt was Neues hinlegen, da auch. Dann hier und hier und hier und hier. Ach, jetzt kann ich das plötzlich alles überschreiben. Ja, das ging gerade noch nicht irgendwie. Da hat er gesagt, das ist durchs Environment blockiert. Ja, dann mache ich das jetzt, ne? Jetzt, wo es geht. Dann baue ich immer überall Böden hin. So. Lass mal gucken. Ja, da ist halt wirklich noch blockiert, das sehe ich ein. Da habe ich halt auch wirklich noch nichts gemacht. So. Dann lass mich mal hier bauen. Oh, jetzt bin ich in den Bär reingelatscht. Das ist natürlich doof. Komm her, Dicker. Ist ganz schön aggro, mein Freund. Nein, jetzt hat der Bär länger angegriffen, als ich dachte. Scheiße. Ich glaube, ich mache den. Oh, das ist schön mit der. Die Armbrust macht gut Damage. Ich glaube, das mache ich so. Ich kite den jetzt einfach um mein Lager hier rum, den Boy. So, komm her. Zack. Dann kriege ich das sogar hin, den zu töten. Ist die Sache, spawnt er dann auch immer wieder hier und dann habe ich immer wieder diesen Bär in meinem Lager. Was ist das? Ist das so ein Ding? Oh Gott, ich bin gerade richtig dumm. Aber er soll jetzt tot sein, ja. Okay. Ich hab's geschafft. Bär ist down. Ich habe meinen Fail praktisch erledigt. So, jetzt kann ich hier die Tierhaut looten. Dann kann ich den Scheiß hier abbauen. Wie gesagt, ich will die maximale Fläche nutzen. Ich will den gesamten oberen Bereich hier alles zu meinem Boden machen. Das ist mein Plan. Damit ich dann für mein Schloss die maximale Größe habe. Ja. Und was ich auch gleich mal noch machen kann, weil ich habe hier ja schon die Tür abgerissen, dass ich hier zum Beispiel gleich mal auch Böden baue. Zack, zack. Ja, hier ist noch Scheiße im Weg. Aber ich kann ja dann hier schon meine Wand weiterziehen. Warum kann ich jetzt keine Wand bauen? Fehlende Ressourcen. Ich habe kein Holz. Aber eigentlich habe ich Holz. Ich habe es noch nicht dabei. Ich muss das wieder aus dem Lager mitnehmen. Ja, ich glaube, für die Palisadenbaukram nehme ich jetzt auf jeden Fall mal das Holz mit. So. Und das finde ich aber tatsächlich. Das hätte ich jetzt schöner gefunden, wenn sie das echt hingekriegt hätten, dass ich da eine Tür. Ach so, ich soll hier die Säulen-Dinger hinbauen, dass ich. Da. Ah ja, jetzt muss ich tatsächlich auch erstmal wieder hier den Bullshit wegkriegen. So. Ja, komm, Haus kaputt hier.
Ajo, ich soll schon wieder irgendwas futtern, Alter. Stimmt, da habe ich nicht dran gedacht, dass ich ja durch Aktivitäten, um ehrlich zu sein, habe ich dran gedacht, es gelogen. Ich habe es einfach nicht gewusst, ehrlich zu sein. Auch wenn das schon irgendwo als Tutorial kam, ich habe das halt komplett ausgeblendet, Mann. Okay. Ja, dann würde ich sagen, ach so. Ja, die Sache ist, ich würde ja hier dann sehr gerne die Tür hinbauen, aber das Ding hier kriege ich noch nicht weg. Das ist noch zu krass für mich, das Teil. Ja, dann würde ich erstmal vorerst das so machen, dass ich hier eine Palisade baue. Dann will ich eine Wand hier hinziehen und dann so und dann hier eine Tür. Dann ist dann nämlich schon mal safe. Dann hätte ich hier gern eine Palisade. Hier. Und jetzt, was fehlt mir da? Ressourcen. Jetzt muss ich wieder Holz aus meiner Kiste holen. Ich und mein Holz. So. Und ich bin halt. Hey, nee, ich habe noch genug Holz. Ach so, was, ein Stein hat mir. Stein fehlt mir wahrscheinlich, ne? So. Ja, nee, ach, Pflanzenfasern. Pflanzenfasern ist der Rohstoff, der mir fehlt. Das ist ja weirdo, man. Da habe ich aber auch noch einen ganzen Haufen, um ehrlich zu sein. So, her damit. Die haue ich doch auch die ganze Zeit ein, die Dinger. So. Dann hätte ich jetzt nämlich ganz gerne nochmal hier blockiert durch Umwelt. Ja, stimmt. Da ist nämlich noch Bullshit in dem Weg. So. Ja, das habe ich gesehen. Jetzt müsste ich mich ja eigentlich hier pennen legen können, oder? Das ist doch jetzt das Ding. Ja. Bis die, naja, ne? Sonne wieder untergeht. Muss ich das jetzt abwarten? Ach so, lol. Jetzt ist ja Wahnsinn. Kann ich das jetzt nicht skippen oder was? Dass ich da sage, ich will bis zur nächsten Nacht pennen oder so? Oder läuft das jetzt in Echtzeit und ich muss echt warten, bis es Nacht wird im Spiel? Dass ich jetzt hier so lange in dem Grab drin liege. Ja, nee, das scheint jetzt so zu sein, ne? Und da vergeht gar keine Zeit, während ich da drin liege. Das ist gar nicht das Feature dafür ist. Aber ich hoffe es eigentlich so sehr, dass es das ist. Wisst ihr was, Leute? Ich mache mal kurz eine Pause. Ich gehe mal kurz vom PC weg. Und dann schauen wir einfach gleich mal, was da los ist. Ja, ich bin, wie gesagt, kurz mal AFK. Und wenn ich wiederkomme, dann testen wir, was da passiert ist und wie das funktioniert. So, ich bin zurück. Und scheinbar hat das geklappt, denn jetzt ist tatsächlich Nacht. Aber das ist ja schlimm, dass ich hier tatsächlich in Echtzeit warten muss auf die Zeit, oder? Oh, es ist sogar die Nacht fast schon wieder vorbei. Das ist ja krass. Okay. Ja, gut, das war jetzt natürlich unglücklich. Aber ich hoffe, dass ich eine Lösung dafür finde, ehrlich gesagt. Ich würde nämlich ganz gerne. Wissen, ob man das auch irgendwie skippen kann, dass man praktisch einfach die Nacht, den Tag über schläft. Das wäre natürlich super.
Oh, jetzt kommt da schon wieder dieses Krabbenvieh. Aber ich kann natürlich gucken, ob ich das jetzt mit der Armbrust killen kann. Weil damit könnte es gehen. Ach nee. Ach, schön. Jetzt habe ich den Kampf nicht mehr geschafft. Aber es kann doch nicht sein. Weißt du, ich dachte vielleicht sogar, dass es an diesem, dass der Feuerschale liegt, dass die Feuerschale das verhindert, dass ich in meinem Lager Sonnenlicht abbekomme. Aber scheinbar ist es nicht der Fall. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Diese Palisaden sehen aber auch nicht so aus, als wenn, könnte man da irgendwie ein Dach drauf bauen oder so, dass man einfach keine Sonne reinlässt. Ich raff gerade wirklich nicht, wie ich das machen kann. Die Welt läuft in Echtzeit ab. Das habe ich ja, das habe ich hier soweit verstanden. Aber, Alter, das ist ja Wahnsinn. Ich kann doch nicht jedes Mal, um nicht zu sterben, jetzt den Tag abwarten in dem Sarg. Das ist ja ein ganz komisches Spielkonzept. Da hat man ja irgendwie ganze Zeit irgendwelche Downtimes. Das muss doch ein anderes, eine andere Lösung im Spiel geben, oder? Ich würde das ganz gerne mal kurz nachschauen. Ob ich hier nicht irgendwie eine Option dafür sehe, die das irgendwie macht. Funktion zum Ablegen erlauben, Klarnamen Vampir hat immer anzeigen. Na gut, ne? Ja. Ja, ich, keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Wie läuft es jetzt? Jedes Mal in Echtzeit abwarten, bis es dunkel wird? Ich kann mir das echt nicht vorstellen, dass das so designt ist. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn das jetzt irgendwie in so einer Online-Welt ist, die irgendwie immer in Echtzeit ablaufen muss, wenn dann andere Leute Möglichkeiten haben, vielleicht am Tag rumzurennen oder so. Dass dann praktisch alle im Sarg liegen müssen, damit es dann skippt oder so. Also wie bei Minecraft halt, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wenn ich jetzt in meiner privaten Welt bin und eh der einzige Spieler, dann kann das doch einfach skippen bis zur Nacht, oder? Das wäre doch. Das muss doch drin sein, dieses System. Ich würde das ganz gern mal googeln, gerade mit meinem Handy. Ah, jetzt, guck, da gibt es doch sogar einen direkten Bericht dazu, wegen dem erzwungenen Warten.
Das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen, dieser Bericht, ne? Die haben mir bloß eine Anleitung gegeben, dass ich in den Custom-Einstellungen am Anfang hätte das Schloss schneller, also anstellen können, dass es nicht so schnell verfällt. Okay, Nacht. Ich nutze das jetzt gleich, dass ich wieder produktiv sein kann. Ich muss nämlich auch jetzt diesmal was jagen. Ich kann nicht die ganze Zeit bauen, weil ich nämlich auch Ding brauche. Ich brauche wieder für mich Blut und ich brauche für mein Schloss Blut. Das werde ich jetzt nämlich mal kurz machen, bevor ich weiterreise. So. Da liegt einfach Scheiß rum, oder? Ja, was ist denn da alles? Ja, sieht ja schlimm aus. Ach so, das sind Skelette, die verbrannt sind am Tag, oder wie? Sieht auf jeden Fall so aus. Da ist das ein Typen, Menschen. Ah ja, das ist dieses Camp, ne? So, ich muss mich mal nähren, damit ich ein bisschen Blut regeneriere wieder. So. Ja, das war jetzt das Problem mit dem Ding wie vorhin, ja, dass ich nicht dabei, ja, nicht heile, aber so. Gut. Ganz wichtig. Ach so, ich kann auch bessere Ausrüstung herstellen, ne? Das wurde mir gerade. Ja, ich habe hier praktisch den. Nee, ich habe nicht bessere Ausrüstung. Ich habe nur, wie gesagt, die. Was ist das? Bauer interagiere mit dem Sägewerk. Ach so, ja, ich soll ja noch das Sägewerk herstellen. Das war ja das. So, da ist nur noch Loot. Aber das ist aber eigentlich ganz geil. Ich kann dieses Camp hier immer wieder neu praktisch an. Nehmen zum Looten und zum Menschen töten. Ist eigentlich gar nicht so blöd, dann habe ich immer so eine gewisse Blutquelle vor der Haustür. Gar nicht mal so eine blöde Sache. So. Was habe ich denn für Sägewerk eigentlich gebraucht? Ah, ja, komm. Du blödes Reh, jetzt bleib da. So, Alter. Ich bin der Masterschütze, Alter. So. So, down. Gut.
Jetzt lag ich. Alter, der hat einfach Jäger hier mit einer Falle, Mann. Nein, Hilfe! Nein! Oh shit, das war blöd. Das war richtig dumm. Ja, ich wurde vom Fallensteller getötet. Das habe ich mir schon, hab ich schon gesehen. Aber ich kann nach meinem Sarg rauskommen. Das ist schön. So, ja, ich räche mich jetzt gleich mal mein Zeug wieder zurück, natürlich, ne? Ist ja wohl logisch. Dass die gleich aufs Maul bekommen, jetzt die Boys. So. Nachdem ihr Lager ja gleich vor meiner Haustür ist, können die mich mal sowas von kreuzweise, dass es nicht mehr normal ist. So, pass auf. Nee, ich muss dahinter. Das war ja praktisch hier hinterm Camp, als ich in die Natura reingelatscht bin. Sind die jetzt eigentlich wieder weg und die Falle ist einfach wieder da? Oder wie läuft das jetzt? Oder sind die dauerhaft da? Entschuldigung. Ich wollte mich eigentlich muten, aber meine Mute-Taste hat gerade nicht reagiert. War ein bisschen blöd. So. Wo sind denn jetzt diese bescheuerten Fallensteller? Sind die jetzt einfach wieder weg, weil ihre Falle nicht auslöst? Feuerblüte, schöne Sache. Pollen. So, gut. Lehm ist auch eine schöne Sache. Ach, da sind sie. Ich habe sie gefunden, die Idioten. Alter, was? Boah, die sind halt mächtig as fu, Alter. Oh Gott. Alter, sind die krass. Okay, ich battle erstmal nicht mehr gegen die. Das kam mir jetzt gar nicht so vor, als wären die Gegner das Problem gewesen, sondern eher die Falle. Aber die Gegner haben ja mal mega den Damage gemacht. Okay. Ja, gut, ne? Dann hole ich jetzt noch mein Zeug und gehe da weg. So. Wobei mir natürlich das Blut der Leute eigentlich schon nicht egal ist, aber diese Fallensteller scheinen auch echt so krasse Dudes zu sein und da brauche ich größere Ausrüstung. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal mein Zeug nehmen, mal looten wieder. So. Ich habe eindeutig zu viel dabei gehabt, als dass ich das jetzt einfach liegen lassen könnte. Jetzt gehe ich erstmal wieder zu meiner Burg zurück und werde die restliche Zeit bauen. Da ist wieder so ein Spinnenviech. Weil mir wäre es eigentlich fast mal wichtiger, wenn ich hier erstmal hier oben die Wand fertig bekomme, dass ich hier nochmal eine Wand bauen kann. Weil da kommen mir nämlich dann die Dinger rein hier, ne? Da kommt immer diese Krabbe her. Und die will ich ja praktisch ein bisschen loswerden damit. Ach so, ich kann ja eigentlich direkt schon eine Wand bauen, oder? Hier, da geht doch schon was. Ja, guck. Dann kann ich ja im Grunde hier einfach mal als provisorisches Tor hinstellen, dass da dieses Viech nicht mehr reinkommt. Sollte die Logik von dem Ding so funktionieren. So. Weil dann kann ich ja hier erstmal abräumen. So. Gut. Gut, okay. Jetzt habe ich ja hier wieder Möglichkeiten, Boden weiterzubauen. Und dann auch gleichzeitig Wände. So.
Wie gesagt, ich nutze die gesamte Fläche. Das gesamte Ding hier soll praktisch meine Festung dann sein, später mal. Die gesamte Größe, die hier machbar baubar ist. Das ist mir wichtig. Und mir fällt jetzt gerade erst auf, dass ich das, oder war das gar nicht so, das ist nur wieder so ein Irrtum von mir, dass ich das Gefühl hatte, dass sich dieser Stein ein bisschen abbaut, auch optisch, dass der kleiner wird. Ja. Oh. Ja, das werde ich erstmal hier nicht hinkriegen, dass ich da eine Wand hinbekomme. Weil dann nämlich dieser Stein steht, den ich nicht wegkriege. Der ist ja noch zu strong. Aber ich kann hier schon mal eine Wand hinstellen und hier. Dann ist das nämlich schon mal erledigt. So. Genau. Dann habe ich das. Dann. Ja, hier kann ich auch abbauen. Hier kann ich auch wieder freimachen. Aber ich sollte jetzt eigentlich das Problem erstmal behoben haben, dass diese Viecher hier reinkommen können. Das ist, glaube ich, erstmal weg, das Problem. So. Und der Wald kann ja jetzt erstmal vorübergehend stehen bleiben. So, das ist jetzt. Oh, so. Ich muss mal eben gerade meine Shisha-Kohle nach außen legen, damit die hier nichts zu rass wird. So. Jo. Gut, das sieht doch jetzt mal ganz angenehm aus. Jetzt kann ich mal gucken, was ich an zusätzlichem Zeug bauen kann. Ich habe ja hier noch die Möglichkeit, Altar der Erinnerung. Am Altar kannst du die Auswahl für dein Zauberbuch zurücksetzen. Verbrauch Knochen, um einen dichten Nebel zu erzeugen, der die Sonne in einem kleinen Bereich blockiert. Ach so, ja, das geht doch, oder was? Ja, das ist dann tue ich ja genau das. Aber warum? Was tut denn die Nebelfeuerstelle dann? Also, sie kann ja dann die Sonne blockieren, aber das reicht ja noch nicht mal bis hierher. Kleiner Bereich stand auch da. Aber es ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Wie soll ich das denn machen? Sägewerk. So, das bauen wir doch gleich mal hier in die Ecke. Und ein bisschen, muss natürlich noch ein bisschen schön bauen hier sein. So. Die Sonne geht auf. So, und das reicht jetzt noch nicht mal bis. Ach so. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich sehe das gerade. Der Nebel hilft mir hier schon, aber jetzt am Sägewerk zum Beispiel ist es schon nicht mehr. Hier ist die Sonne dann schon wieder stark. Ah, okay. Ah, okay, aber. Das ist eine coole Erkenntnis, weil dann baue ich auch einfach hier auch nochmal so eine Schale hin. Nehme aus der Schale ein bisschen raus. Kann ich da auch einzelne Knochen rausnehmen oder kann ich da nur alle? Ich kann auch den Stack bestimmt irgendwie aufteilen, oder? Ah ja, hier. So. Guck, dann machen wir das doch so. Und hier gehe ich auch ganz kurz hin und lege da auch welche rein. Und dann sollte ich hier auch Schatten haben. Dann kann ich in meinem Lagerchen in Ruhe bauen.
Okay, ja, dann ist das Rätsel auch schon gelöst. Man sollte vielleicht auch mal die Item-Beschreibung lesen, ne? Okay. Lagerung. Was haben wir hier? Eine Werkbank, genau. Da brauche ich aber erstmal Bretter. Damit kann ich Ungeziefer in mein Schloss locken. Damit kann ich praktisch Beute in meiner Burg dann jagen. Schön. Okay, was genau kann ich mit dem Sägewerk jetzt machen? Wie interagiere ich damit? Schlossbeleuchtung, Schloss, Fundament, Produktion. Ach, das funktioniert wirklich nur als Respawn-Ort, steht da. Okay. Ein Arbeitsplatz zum Veredeln von Holzmaterialien. Ja. Ungeziefernest. Ja, aber wie nutze ich das? Habe ich. Ja, ich hab doch genug Holz einstecken. Hier, ich habe doch genug Holz einstecken. Muss ich das doch irgendwie benutzen können? Oder muss ich das jetzt hier über die Holzherstellungsmenü machen, dass ich. Ah, guck mal, ich habe hier jetzt schon neue Sachen. Knochenäxte. Dann hätte ich gerne den Knochenspeer. Ein Fernangriff, der physischen Schaden bewirkt, hält einen größeren Effekt auf Kreaturen. Ah, hier steht es auch mit den Mineralien und Felsen. Also ich hatte tatsächlich recht mit den Materialien auch, dieses Abbautool. Und das upgradet das mir. Ah ja, das upgradet mir auch automatisch mein Zeug, ne? Ja. Okay. Dann Knochenäxte. Knochenäxte, Knochenschwert, Knochenkeule. Verstärktes Knochenschwert. Das habe ich hier. Gut, ich habe ein verstärktes Knochenschwert. Und aus irgendeinem Grund auch mal eine Knochenkeule gebaut, was eigentlich dumm war. Das brauche ich gar nicht. Okay. Ja, dann pass mal auf. Dann brauche ich. Ich kann das doch bestimmt auch umplatzieren, oder? Dass ich die praktisch. Weil jetzt, wo ich hier ein bisschen Ordnung in meinem Lager haben kann, kann ich doch bestimmt drehen. Und den lege ich. Hey, mache ich nämlich hier so eine Truhenecke. Lagerung, noch ein paar hin. So. Die sollten mir erstmal eine Weile reichen, habe ich das Gefühl. So. Da lagere ich mal Holzmaterial. Robuste Tierhaut kann auch da gelagert werden von mir aus, ja. Oh mein Gott! Ach Gott, es reicht mir! Ich weine. Okay, dann brauche ich auch noch hier einen dieser Dinger. Und auch hier muss ein Knochen rein. Habe ich noch Knochen? Ja, leg die mal da. Mach das mal so. Bitte. Ich brauche Möglichkeiten, nämlich hier mein Lager vollständig benutzen zu können während des Tags. So. Gut. Tierhäute. Kann ich hier rein stacken. Dann, ja, lege ich das hier auch noch. Dann habe ich hier auch noch Holz. Kupfererz. Kupfererz nehme ich mal hier mit. Das auch. Das lege ich noch rein. Dann habe ich hier wieder Holz. Stein. Ja, Stein kann man auch hier lagern. Machen wir mal so. Dann haben wir das hier drüben. So. Dann habe ich hier eine Werkzeugkiste. Da lagere ich das Zeug hier. Was ist denn das eigentlich? Warum ist die Knochenkeule eigentlich? Okay. So. Gut.
Was ist denn dann noch los? Dann habe ich eine Erzkiste. Die kann ich mal die zweite hier benutzen. Für das Erz zum Lagern. Und den Lehm. Den Steinstaub. So, dann habe ich hier eine dritte Kiste für so Blumenkram. Da habe ich noch die Tierhäute weiter. Pollen sind auch Kraut. Das kann hier mit rein. Fisch, ja, Nahrungsmittel, vorletzte Kiste. So. Blutessenz kommt in mein Ding hier rein, damit das Schloss nicht stirbt. Schön. So. Diener, Särge und Böden, okay. Ja, 50 Böden. Das ist eine Frage, ob ich überhaupt 50 Böden hier platzieren kann. Ob das der Bereich hier überhaupt reicht für 50 Böden. Scheint nämlich zu klein zu sein. Ja, gib mir mal hier Axt. Es war auch das erste Mal, dass ich einfach gar nicht gemerkt habe, dass es einfach wieder Nacht wurde, weil ich über Tag ja arbeiten konnte. Schöne Sache. So. Gut, Böden. Gut. Ah, guck, jetzt rennt nämlich dieses Kackspinnenvieh hier rum und kommt da nicht mehr rein. Das ist doch schön. Das ist genau das, was ich will. So. Das habe ich doch gut gelöst. Dann hätte ich gerne hier Wände. Ich brauche Holz. Und Pflanzensamen vermutlich auch. So. Gut. Nehmen wir mal mit. Dann habe ich nämlich gleich hier komplett fertig gebaut. Hier kann ich irgendwie nichts, das passt nicht. Da ist kein Platz. Aber eigentlich sollte doch genau. Ach so, fehlt hier ein Bodenstück. Ja, das ist das Problem. Weil es sollte doch normalerweise aufgehen, dass ich hier eine Wand noch reinkriege. So. Genau. Ja, das da, der Felsen hier fehlt noch. Das ist das Einzige, was mir jetzt hier noch das Problem bereitet. So. Okay. Dann. Ach, hier muss ich dran. Okay. Ja, was mache ich? Ich brauche Bretter. Brett. Heiliges Holz, als ob. Holz, ja. Hab ich so wenig Holz dabei, dass ich das gerade gar nicht machen kann. Und ich habe ihn noch in der Kiste gerade. Nehmen wir mal einfach das ganze Holz hier mit.
Hier. Aber da fehlt, was fehlt mir denn dazu noch? Was ist denn das für ein Zeug, was ich da brauche? Ah ja, das ist dieser. Da habe ich doch auch schon was gehabt von, oder? Von diesem Staubkram. War das Steinstaub? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Was brauche ich denn dann dazu noch? Disteln. Ich nehme mal die Distel mit und den Staub hier. Aber ich glaube, das ist nicht dasselbe. Das hat ein anderes Symbol, was ich da noch brauche dazu. So. Sägewerk. Jetzt gucken wir mal. Ah, was kann ich denn hier bauen? Ich kann aus 20 Holz diese Dinger da. Aber erhöht die Herstellungs- und Veredelungskosten. Ja, aber wie stelle ich das denn jetzt her? Ach so, ich muss dies eingeben hier. Ich verstehe. Ah, jetzt fängt das Ding an, Bretter zu produzieren. Ich hab's gecheckt. Ich komme so langsam in dieses Spiel rein, Leute. Ich bin ready. Also, ich weiß nicht, ob ready der Ausdruck ist, den man benutzen sollte, aber mir kommt so langsam, wie der ganze Müll hier funktioniert. So, ich brauche jetzt ziemlich viele Bretter. Ich lasse das Ding jetzt einfach mal machen. So. Ja, wobei, er soll jetzt nicht. Wobei, nee, er soll nicht mein verdammt. Ein ganzes Holz hier verbraten. Ich will den Stack teilen. Kann man das machen? Ja, bitte. Das soll auf jeden Fall noch da bleiben. Ich kann nicht mein ganzes Holz jetzt hier in Bretter reinballern. Wobei das früher oder später eh passieren muss, weil ich ja dann für die höheren Sachen wahrscheinlich nicht einfach nur Holz nehmen kann, sondern muss ja dann Bretter benutzen. Es wird ja wahrscheinlich dann nicht mehr vermeidbar sein. Aber vorerst klappt es mal. Die Disteln brauche ich jetzt doch nicht. Die kann ich hier wieder reinlegen. Und den Staub kann ich hier wieder reinlegen. Brauche ich nämlich auch nicht. Ja, das dann praktisch hier. So. Was habe ich denn hier? Lehm. Hatte ich den nicht auch hier? Nee, den hatte ich da. Gut. Grauer Faden. Lege ich mal da rein. Genauso wie Leder. Die Kupfermünze und das Papier. Ach, und das Zeug hier auch. So. Gut. So. Schaut es mit dem Sägewerk aus. Ich hole mir das mal. Sägespäne. Ja, macht Sinn, ne? Macht Sinn, dass das einfach Sägespäne produziert. Ich bräuchte, glaube ich, 8 Bretter, ne, für die Werkbank. Ich hole mir jetzt mal das 8. Brett. Ich meine, es waren 8. Sollte ja dann gleich zu sehen sein, ob ich recht hatte oder nicht. Aber ich kann mich irgendwie an 8 erinnern. Vielleicht ist es auch ein Fail, aber hoffen wir es einfach mal nicht. So, dann mache ich meine Workstation mal hier hinten. Dass das auch ein bisschen Ordnung hat hier. Lagerung, Herstellung. Werkbank. Steine, robuste Tierhaut. Ja, das sollte ja kein Problem sein, ne? Das habe ich ja praktisch noch. Ja, und zwar hier und hier. So. Jetzt habe ich praktisch Möglichkeiten, eine Werkbank zu bauen.
Und das tue ich jetzt auch. Werkbank, die baue ich mal hier hinter in die Ecke. So. Schön. Und dann kann ich an der auch bestimmt auch gleich interagieren. Und neue Sachen herstellen. Schön. Ein verstärktes Knochenschwert habe ich schon. Bretter brauche ich da erneut. Knochenschild, Brustschutz, Tierhaut. Okay, das ist ja schon mal schön, dass es hier nur die Tierhaut braucht, die als zusätzliches Item. Dann würde ich nämlich einfach hier meine Rüstung mal aufwerten. Okay. So. Hat er mir jetzt auch direkt ausgerüstet? Schön. Ach so, ja klar, er verbraucht ja das Item auch zum Bauen, ne? Also, ja. Gut, jetzt habe ich mir mal die Rüstung abgegradet. Das ist ja schon mal eine wichtige Sache. Dann, ja, das Schwert ist schon verstärkt. Die Äxte wären mir noch wichtig. Die Keule auf jeden Fall auch. Weil die zwei Sachen. Ah, ich habe hier auch direkt Kupferschwert. Das ist ja noch mal besser. 6, 8,5. Das ist ja noch mal besser. Ledersachen, okay. Aber Leder kann ich noch nicht direkt produzieren, das ist das Ding. Kupferbarren hatte ich, glaube ich. Schon ein paar. Ja. Das ist eine coole Sache. Auf jeden Fall, ja, ich habe jetzt mal ein kleines Upgrade geschaffen mit den Dingern hier. Den verstärkten Knochenspeer, Knochenkeule, ja. Ja, da brauche ich ja im Grunde nur Bretter. Und für den Knochenspeer muss ich einfach nur einen normalen Knochen. Einen normalen Knochenspeer bauen. Ja, Knochen hole ich mir jetzt dann draußen mal, wenn jetzt dann die nächstes Mal die Nacht ist. Bretter sollten ja jetzt hier gerade wieder in Production gewesen sein. Ja, schön. Aber wir bringen jetzt gerade Bretter nichts, ne? Ich brauche ja erst die Zusatzmaterialien. Ah doch, klar, für das brauche ich, kann ich schon Bretter schon mal benutzen. Für die zwei Dinger. So. Ah ja, setzt mir das auch direkt. Genau, schön. Jetzt habe ich hier alles verstärkt. Die Rüstung ist auch mal eine Upgrade-Stufe höher. Helm habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit. Und da brauche ich jetzt Kupferbarren zunächst. Okay. Die muss ich mir wahrscheinlich besorgen, indem ich. Jetzt kann ich bestimmt doch diese Kupfererzdinger abbauen, oder? Mit dem. Das ist doch jetzt dafür, oder? Ah, guck mal, Jan. Das ist zwar bestimmt kein Kupfer, was ich da gerade abbaue, aber jetzt kriege ich das auf jeden Fall hin. Dafür ist jetzt die Waffe stark genug. Ah, guck mal, da kommen Edelsteine raus. Gut, dann kann ich den Schönheitsfehler hier auch gleich mal jetzt reparieren. Und hier nochmal einen Boden hinbauen und die letzte Wand. Ach, jetzt fehlen mir wieder Ressourcen, okay. Gut, dann. Ja, Tierhaut mal weglegen. Ja, ich brauche halt wieder das hier, ne? Und das hier, damit ich die Palisade bauen kann. So, dann habe ich jetzt ja kein Problem. Jetzt habe ich die letzte Wand hier. So, jetzt ist erstmal das erledigt. Jetzt habe ich hier eine komplette eingezäunte Sache und habe den maximalen Platz erstmal hier. Zur Verfügung. Guck, mir fehlen drei Böden. Jetzt, ich habe alle Böden gelegt, die hier möglich sind auf der Fläche und ich habe mir fehlen drei Böden. Das ist ein bisschen blöd, ja. Draußen vor meiner Tür hier ist gleich ein Kupfererzding. Ach so, nee, warte mal schnell. Das ist ein Bullshit. Ich kann hier noch Böden platzieren, wenn ich jetzt hier das Ding abbauen kann. Das ist ja das. Oh, da draußen ist ja hell, ne?
Ah, da ist gerade hell. Ich mag nicht. Wie ist denn das eigentlich? Ach, ich kann das Ding hier einfach. Kann ich es abreißen oder kann ich abbauen? 100% erstattet. Ja, das würde ich dann mal machen gerade, ja. Dass ich da praktisch die Lücke bilde. Und hier dann mal hau. Jo. Ah, nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und das ist Kupfererz, genau. Davon kriege ich auch gerade schon den ganzen Haufen. Schön. Dann kann ich jetzt hier. Oh, da reicht. Also, da kann ich einen Boden mehr bauen, nicht mehr. Okay, ja. Okay. Ich guck mal, ob ich echt nicht noch irgendwo Möglichkeiten herbekomme, Böden zu bauen. Das wäre schon wichtig. Aber warum kann ich denn die. Was fehlt mir denn für einen Boden? Was brauche ich denn für einen Boden für Materialien? Stein, ja gut, logisch. Ne? So. Dann Boden. Boden, Boden. 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 So. Gut. Ja, und dann geht natürlich die Palisadenwand hier weiter, ne? Und nicht da. Dann kann ich die im Grunde auch erstatten. Und die Säule hier, die brauche ich dann auch nicht. So. Ja. Kriege ich sonst noch irgendwo Möglichkeiten, nochmal Böden zu bauen? Mir fehlen halt wirklich nur zwei Böden. Mir fehlen. Ja, und Dienersärge, die kann ich auch gerade noch nicht bauen. Aber. Das ist ja jetzt erst einmal nicht das Problem. Kann ich. Ne, da konnte ich nicht weiterbauen. Das war der Rand, ne? Auch wenn das irgendwie danach aussieht. Ich guck aber mal. Ich, würd mal gucken wollen, ob ich nicht hier. Noch einen Boden. Ich krieg hier noch Boden hin. Schön. Okay. Ich kann das. Ich krieg das doch fertig, glaube ich. Lass mich mal gucken. Jetzt habe ich nämlich hier Boden. Und dann kann ich jedoch bestimmt die Palisadenwand bauen und die hier angrenzen lassen. So. Ja, schön. Cool, ne? Jetzt habe ich es doch noch geschafft, dass ich die maximale. Jetzt habe ich 50 Boden. Jetzt brauche ich nur noch Dienersärge, 4 Stück. Dass ich praktisch das aufwerten darf. Dann habe ich es da doch noch hingekriegt, dass ich gerade so 4 Böden herbekommen habe. So. Jetzt habe ich natürlich auch Kupfererz, ne? Und ich muss die Bretter abholen aus dem Sägewerk. Dass ich die auch noch zur Verfügung habe. Dann, ja, holen wir uns die mal. Dann gucken wir mal, was wir hier jetzt noch machen können. Ja, ne? Kupferbarren. Ach so, Kupferbarren. Das heißt, ich muss aus dem Erz noch Barren bauen. Das geht natürlich nicht mit dem Sägewerk, das wird wahrscheinlich mit einem anderen Herstellungstool gehen. Aber ich habe momentan bloß das Blutpresse. Schmelzofen, veredeln von Erzen. Ah ja, schau, da haben wir es doch. Die Sache ist, ich muss da noch reinlaufen können, deswegen muss ich da ein bisschen Platz lassen. So. Ja. Genau. Und ich muss auch hinter den. Ach, warte mal. Nee, ich mach das anders jetzt. Pass mal auf. Ich kann auch die ganzen Sachen drehen. Dann kannst du zum Abbauen bewegen. Ja.
Im Grunde mache ich es dann einfach so. Und das ist doch, glaube ich, eh so gedacht, oder? Dass man die Sachen praktisch so rum anläuft. Ja. Da in den Schmelzofen. Da kann ich jetzt ja hier schön Kupfererze reinballern. So. Perfekt. Sägewerk, wie schaut es da aus? Ja, noch mehr Bretter bitte. Hau mal rein hier. Ich meine, ich hole mir ja früher oder später sowieso wieder. So. Hatte ich nicht Kupfererz noch in der Ding auch, ne, in der Kiste, dass ich einen Teil schon gesammelt hatte, den ich ja jetzt nur abgelegt habe? Da, guck, schau doch an. Dann haben wir das. Ja, diese Dinger, na, warte hier, da, Edelsteine, die können wir mal hier noch reintun. Den Edelsteinstaub auch. Normaler Stein kommt da rein. So. Ja, dann hatten wir noch Sägespäne, die ich weiß nicht, ob die überhaupt für irgendwas gut sind, aber ich behalte sie mal. Dann hauen wir hier mal noch die restlichen 20 rein. Oh, das dauert auch länger, bis die Kupferbahnen fertig sind. Ach, ich muss den Bodenbelag auch ändern, für je nachdem, was da drauf steht. Jetzt pass mal auf. Was habe ich denn hier für Möglichkeiten überhaupt? Ebener Boden, ja, ich weiß. Die Sache ist nur, gibt es eine Erklärung, welcher Belag welcher ist? Oder das ist gerade nur Farbe? Ach so, wahrscheinlich gibt es da einfach extra Kategorie und das ist, ich habe einfach noch keine Möglichkeit auf Schmiedebogen. Aber was ich mal machen könnte, boah, man kann das Feuer, die Feuerfarbe bestimmen. Das ist sick. Okay. Jo, was machen wir denn mit der Fackel jetzt? Stellen wir Hänger die jetzt dahin oder was? Nee. Steinknochen. Ja, Knochen gehen mir gerade aus und was mir auch ausgeht, ist so langsam wieder meine Blutvorräte. Deshalb muss ich wahrscheinlich auch bald wieder raus. Ja, ne. Ich werde mal ein bisschen jagen gehen. Draußen, während das Kupfererz da auch. Ich hatte ja auch ein bisschen Kupfererz schon dabei, ehrlich gesagt. Also. Was rennt denn darum? Okay, das ist ein Wolf, ne? Das sind mehrere Wölfe. Ja, jetzt habe ich ja praktisch. Ich muss mich mal nähren. Gut. Oh, da sind wieder Knochenteile schön. Das ist halt immer schön. Hier liegen einfach gratis Knochen rum am nächsten Tag. Das ist halt schon super Sache. Die sterben da immer alle weg, wie die fliegen. Aber die kann ich jetzt auch besser killen. Die haben ja hier. So. So. Oh, ich liebe es eigentlich. Dieses Camp hier ist so wertvoll für mich. Das ist Wahnsinn. Ich kann hier
Tag für Tag immer wieder diese Menschen töten und habe hier Möglichkeiten auf Kram. Ah, da ist ein Hirsch, Alter. Ein Hirsch ist ja richtig geil. Lass mich das Ding mal jagen. Alter, bin ich gerade lost oder what? Offensichtlich. Alla. Ich bin ja gerade mal richtig schlecht. Komplette Meisterjäger hier. So, ach, guck an. Was haben wir denn hier? Hau rein. Schön. Ja, Kupfererz gefunden. So. Gibt es hier sonst noch irgendwelche relevanten Materialien? Ja, ich könnte natürlich hier weiter Holz abbauen, ne? Es ist mir nämlich so langsam ausgegangen gerade. Oh, wie schnell ich jetzt Holz abbaue mit dem Ding. Mit der verbesserten Axt. Okay, das geht nicht. Aber das Stein, das kann ich mitnehmen. Gut. Oh, das ist wieder so ein Edelstein-Ding. Hau rein. Jo, okay. Dann haben wir hier noch was liegen. Ach, schön. Guck mal, Kupfererz. Das ist doch eine schöne Sache. Ach, das kann ich nicht abbauen. Das ist nochmal zu krass. Okay. Alter. Ja, nee, dann gehe ich meine Location. Aber als ob, ich habe doch das gerade. Habe ich nicht gerade auch. Hat es nicht gerade auch gereicht, um das abzubauen? Oder ist das wieder ein anderes Erz? So, ist ja zu weird. Ich dachte eigentlich schon, dass das klappt. Okay, ja, gut, dann gehe ich mal hier rein. Die Sonne geht eh gleich auf. So, dann habe ich das Kupfer erstmal in die Mühle hier in den Ofen. So, rein damit. Oh, wie langsam das Ding produziert. Das ist ja Wahnsinn. Für das sich jetzt gerade so viel Kupfermünzen. Warte mal, kann ich Kupfermünzen auch einschmelzen? Passiert mit denen was? Ich mach's mal einfach. Wird schon passen. So. Ja, die Sonne geht auf. Das juckt mich aber nicht.
Knochelis. Ja, Knochelis hebe ich mir jetzt auch erstmal auf. War hier. Die werde ich früher oder später brauchen, um diese Fackeldinger wieder zu erneuern. Unter anderem. Hatte ich da nicht irgendwo. Das war auch hier, ne, wo ich diesen Fadenscheiß und so reingemacht habe. Ja. Okay. Dann habe ich wieder hier wieder. Dann habe ich wieder Blutessenzen. Kann ich mein Schlösschen hier wieder füttern mit? So. Ja, eigentlich, ich warte halt gerade ehrlich gesagt auf meine Ding, ne? Auf meine Lemis hier. Ach, man kann immer nur ein Rezept verfolgen. Okay. Dann, ja, dann verfolge ich gerade aktuell das. Das ist besser. So, ich habe mal hier 5 Kupfererz. Die kann ich ja vielleicht schon mal für irgendwas verwenden. Dass wir hier nicht einfach nur rumstehen müssen. Ich kann hier natürlich noch nichts benutzen. Ich brauche gar nicht. Wow, wie viel ich davon brauche, Alter. Das ist ja heftig. Kann ich nicht irgendwie auch Tierfelle zu Leder verarbeiten? Das muss doch genauso auch gehen, oder? Das ist doch auch ein Werksding. Aber. Dann ja, gucken wir mal, ne? Jetzt habe ich hier wieder Kupfererz, 2 Stück. Aber ich brauche einen ganzen Haufen Kupfererz. Das reicht mir auch gar nicht, was ich hier produziere. Ich kann auch gerade gar nicht mehr weitermachen. Holy shit, wird das dauern, bis ich mit dem Kupfererz vorankomme. Das ist ja schlimm. Wie soll ich denn das machen? Ausrüstungsstufe 11. Ich meine, ich habe hier schon gepanzertes Zeug und so und hier die verstärkten, aber ja, ist halt noch nicht genug, ne? Kupferbarren. Ja, das ist noch sad, dass ich da so wenig habe. Aber die werde ich auf jeden Fall auch erstmal in die Truhe verfrachten. Genauso wie die Dinger hier. So. Gut. Dann habe ich hier das. Und dann. Gucke ich mir mal meine Crafting-Möglichkeiten nochmal an. Was ich da noch so hätte, theoretisch. Eine Anbaufläche für Samen. Oh, auch interessant. Na? Wenn ich die eventuell brauche. Ein Arbeitsplatz für Rohstoff, für Ziegel und Staub zu verwandeln. Brett, Kupferbahn, Wetzstein. Okay. Stein und Knochen für das Nest.
Arbeitsplatz zum Extrahieren von Blutessenz und Biomaterial. Das ist auch sick. Das ist richtig sick. Die werde ich mal bauen, die Blutpresse. Da brauche ich Stein und Knochen für. Dann. Die Blutpresse, die können wir da auch. Das ist auch hier für die Ecke. Hier die das gute Ungeziefernest. Ah ne, die Blutpresse wollte ich ja mit Brettern. Aber das Ungeziefernest ist auch nicht verkehrt. Da bra Stein habe ich ja genug. Dann, ja, kommt das Ding mal. Ist eine Frage, soll ich das da mit hinbauen oder kommt das in die Ecke? Ah ne, komm, ich mach das Ungeziefernest hier hin. Da ist es besser aufgehoben. Ich baue das hier in die Ecke rein. Da soll es hin. Genau. Dann benötige ich Bretter. Die habe ich ja auch gelagert. Sollte also kein Problem werden. Hier, Bretter. Und damit, da die kommen jetzt alle, da kommen jetzt allerdings schon hier hin, die Blutpresse. Das ist ein anderes Gerät, das hier in die Herstellungsecke reingeht. So. Dann probiere ich die auch gleich mal aus. Was ist denn das? Ach so, die ist auch wieder verkehrt rum. Ey, ey, ey. Bewegen, umdrehen. Danke. So. Die gute Blutpresse. So, was kann man denn da machen? Ich kann da Ratten reinlegen, dann kriege ich 10 Blutessenz. Ich könnte. Komm, hau rein die Dinger. So, hau weg den Scheiß. Hier muss alles autark hergestellt werden, natürlich, mit den guten Ressourcen. Da fehlt mir was. Ich brauche unbedingt Kupfererz und zwar in Massen. Ich muss irgendwie an eine Stelle kommen, wo ich ganz viel Kupfererz herbekomme. Gut, Holz habe ich jetzt erstmal genug. Da brauche ich jetzt erstmal nichts in die Säge schmeißen. Das passt erstmal. Dann. So. Stein hat man hier. Und dann hatten wir noch hier das da. Gut. Was ist denn das eigentlich? Ein Setzling. Ja. Bezüglich diesen Dingern da, diesen Anbauflächen. Da brauche ich nur Pflanzenfasern. Das ist ja eigentlich auch möglich. Dann würde ich das auch fast mal noch. Da würde ich dann fast die Ecke hier hinten nehmen. Da, die schaut gut aus. Ja. Pflanzenfasern habe ich doch, glaube ich, auch noch, oder? Um da dann was mit zu machen. Ja, schön, guck dir das doch an. So. Dann habe ich hier eine Anbaufläche. Und zwar eine große Anbaufläche. Ach, ich brauche unebenen Boden. Kann ich den Boden abreißen? Kann ich sagen, ich möchte den hier nicht mehr haben? Ach, blockiert durch Palisade. Ja, richtig. Das heißt, würde dann da auch keine Palisade mehr hinbauen können. Dann muss ich die mitten ins Gebiet reinmachen, die Anbaufläche. Was mir jetzt ästhetisch nicht ganz gefällt, ehrlich gesagt. Hoi, hoi. Ey, das finde ich jetzt uncool, dass ich hier die Anbaufläche nicht an den Rand machen kann. Aber ist dann leider so. Dann tue ich das. Ich meine, die Palisade will ich nicht abreißen. Das ist mir wirklich so wichtig. Dann. Ja, gut, ne? Wie machen wir's? Wie machen wir's am besten? Lass mir mal gucken. Ja, dann lass mich das hier ändern.
So. Jetzt habe ich hier wieder Erde. Und jetzt kann ich da die Anbaufläche drauf bauen, oder? Das geht auch jetzt. Wenn ich jetzt hier sage, Produktion, Anbaufläche groß. Weil jetzt habe ich hier doch keinen Boden mehr, oder? Das ist doch jetzt das Ding. Oder ist es nur eine andere Art von Boden geworden jetzt? Dass das irgendwie. Jetzt lass mal gucken, nicht, dass ich da ein Bullshit gemacht habe. Nee, da fehlt, da ist kein Boden mehr. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich brauche doch dann Anbauflächen für Samen. Ach so, ich brauche für die große zwei Blätter. Nee, nee, das doch, doch, das geht. Ich muss sie nur richtig platzieren. Ja, schön, dann habe ich das doch hier jetzt. Das ist doch toll. So, dann kann ich den Rest der Samen ablegen. Und den Stein auch. Und dann brauche ich die Setzlinge. Da hatte ich doch auch ein bisschen was, oder? Ich hatte doch nicht so wenig. Lederfaden? Ne, ich hatte tatsächlich nur einen Setzling gerade. Aber das stört mich nicht. Ach, hier, da hatte ich da. Das ist Kraut gewesen. Aber das habe ich nicht. Ich habe einen Setzling, den will ich jetzt einsetzen. Das Ding hier. So. Sähe den Samen in einer großen Anbaufläche, um ihn zu einem Baum wachsen zu lassen. Ja, dann tue ich das doch. Ach so, nee, wie macht man das? Muss ich das irgendwie anklicken mit F oder so? Oder wie aktiviere ich diesen Setzling? Ach, hier mit 8. Ja. Ja, aber der hat doch hier jetzt die Anbaufläche. Warum bekomme ich denn jetzt sie nicht platziert? Weird. Ja gut, das raffe ich jetzt nicht so ganz, aber ist in Ordnung. Gut, ich brauche unbedingt noch Kupfer und zwar ganz viel. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Kupfer ich brauche. So, da ist jetzt mal die Blutpresse, da haue ich jetzt mal das weg. Was ich mit dem jetzt erstmal mache, bevor ich das ins Schloss reinballer, die verbesserte Ding hier kaufe, den Ring. Blutring da herstellen. So. Dann ist der nämlich erledigt. Dann kann ich den hier ausrüsten. Der Blutknochenring. So. Gut. Ja, ich habe nicht auf die Zeit geachtet und bin jetzt mitten wieder in der Nacht drin und wollte eigentlich die ganze Nacht nutzen draußen, aber jetzt ist es egal. Jetzt gehe ich mal raus. Hey, moin, ich lasse es mal da rein. So. Bisschen Reh hier eingesperrt. So. Schaut's denn jetzt mit dem Ding aus? Kriege ich das mittlerweile ein bisschen besser kaputt? Der ist ja Level 26, ne? Aber ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich. Zack.
Magie. Alter. Alter. Ich hab mich einfach eingewebt. Was für ein Haufen. Alter, der hat einfach kleine Kackviecher aus mir gemacht. Was für ein Haufen Scheiße, Alter. Einfach. Ach, jetzt habe ich die Agro verloren, weil ich so weit weg von ihm bin. Egal. Ja gut, dann hau ich jetzt so einen Menschen zusammen mit dem Schwert. So. Schön. Da ist wieder so ein Kupfererz gespawnt. Kann ich das jetzt auch bauen? Schön. Ach, jetzt kann ich hier die Dinge hier auch abschließen. Was mit K? Was kann ich mit K machen? Blutverfolgung. 4 Ausrüstungsstufen unter dir. Ach, lol. Okay. Sozusagen so Bossgegner oder was, die ich da irgendwie. Entdecke Wissen und Kräfte in des Blutes wie Blutträgers. Okay, ich verstehe. Lass mich mal ein bisschen heilen, bevor ich zu den. Oh Gott, jetzt greifen die mich schon an, diese Huren. Okay. Lass mal nuckeln, mein Freund. So, ich benutze jetzt die Strategie, immer um den letzten von denen, die noch leben, zu töten. Das ist das Beste. So. Gut. Ich soll so einen Wie-Blutträger angreifen. Aber, ehrlich gesagt, muss ich jetzt erstmal wieder in mein Lager zurück, sonst brutzle ich hier weg. Ich bin ja eh schon wieder am Brutzeln hier. Wo ist der Aufgang? Hier. Ja, komm, bevor ich hier wegschmelze, lass mich in mein Lager. Danke. Die Sonne war mir gnädig. Wo ist denn das Reh eigentlich? Ist es einfach verschwunden? Ich habe hier doch einen ganz bewussten Reh eingesperrt. Was soll denn das? Einfach weg. So. Ja. Ich guck mal, dass ich hier noch den Kupferscheiß reinwerfe. Die Blutpresse. Was habe ich denn wieder zum Blutpressen? Ich habe das hier und das hier. Nee, das ist nichts. Das ist nichts zum Blutpressen. Ja, ach so, ich brauche 4 Ratten. Das ist ein Problem. Okay. Ja, dann leg halt die Ratte hier auch noch rein. Da. So. Gut. Dann habe ich hier Fell, Setzlinge, Holz. Fäden hatte ich hier gelagert, meine ich. Nein. Dann war es hier. Ja. Ist das ein Juwel? Zaubermodifikator.
Ich muss die Fähigkeit noch freischalten. Okay, das lege ich mal da rein, wo der Fisch drin ist. Und das Herz kann ich noch in den Bioanalysator reinschmeißen. So, rein das Ding. Kupferbarren. Ja, ich habe hier wieder drei. So. Erspüre Alpha, der weiße Wolf. Okay, das ist so der erste Bossgegner, denke ich mal so. Das ist das System. Das mit meinen. Ich würde ganz gerne echt die Kupfer-Sachen haben, bevor ich gegen diesen Boss kämpfe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich kann ihn besiegen. So wie das jetzt, wo die Quest so da ist. Aber ich weiß halt, so einen Vorteil haben ist nicht schlecht. Wobei ich ihn mit einem leeren Inventar auch eigentlich contesten kann und gucken kann, wie es passt. Wie schaut es denn da eigentlich mit den Dingern aus, damit hier das Holz, meine Knochen reichen? Ja, das schaut noch gut aus. Okay. Dann. Ach so, ich könnte das ja auch eigentlich deaktivieren, ne? Dann, damit es hier nicht immer den, dann auch wenn es wirklich Nacht ist, dann alles wegbrennt. Das ist ja eigentlich unnötig. Das sollte ich vielleicht mal beachten. Da kann man ja extra ein- und ausschalten dafür. Irgendwie macht das mit den Kupfermünzen überhaupt nichts. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht mitverwerten kann. Dass das nicht irgendwie. Wenigstens wieso irgendwie so fünf Kupfermünzen zählen wie ein Erz oder so. Keine Ahnung, wäre schon cool gewesen so. Aber das will nicht so. Aber ich habe jetzt aktuell eine gute Blutqualität tatsächlich. Ja, das ist ganz gut. Gut, Ungeziefernest. Was kann ich denn da reinwerfen? Ach, ich lock damit Ratten an, praktisch. Und damit kann ich diese, ich kann sogar diese Käfer anlocken, Alter. Okay. Ja gut, wenn ich da jetzt Gras und Knochen reinwerf, dann lock ich da. Dann lock ich eine Ratte, lock ich Ratten an. Und mit den Ratten kann ich dann wieder. Ah ja, okay, ich verstehe. Interessantes Konzept. Dann mache ich das doch mal, dass das Ding auf jeden Fall auch mal wirkt. Weil Ratten sind ja an sich ein cooler Geber für meine Blutdinger. Was brauche ich da für Knochen waren es noch, ne? Knochen. Knochen finde ich sowieso wieder en masse auf der Straße, nachdem Tag war, weil dann die ganzen Skelette wegfackeln. Dann. Hau ich da mal was rein, dann soll das nochmal hier seinen Dienst tun und Ratten anlocken. Schön. So, jetzt ist es auch wieder, jetzt wird es auch gerade wieder offiziell Nacht, ne? Dann hat es schon die Meldung gemacht? Nee, ne? Jetzt kommt die Meldung. Schön. Dann mache ich nämlich jetzt die Feuerschalen aus, dass die hier nicht weiter brennen, weil die brauche ich jetzt nicht. So. Und dann gehe ich Wolfi jagen. Aber die Kupferbarren lege ich weg, falls ich doch sterbe, dass mir diese wertvolle Ressource hier nicht flöten geht. So. Dann traue ich mich jetzt mal raus hier und verfolge diese rote Spur. Wo führt die mich denn hin? Da liegen schon wieder Knochenhaufen rum. Das ist doch fantastisch. So. Okay, das sind. Boah, das ist irgend so ein mutiertes Viech, Alter.
Das ist auch gerade einfach weggestorben. Oh, das ist schön, dass sich die Viecher auch gegenseitig hinrichten. Dann kann ich hier abstauben teilweise. So. Wie schaut es denn jetzt eigentlich hier mit dem, mit der Wolfsspur aus? Da hinten irgendwo, ne? So, was sind das hier eigentlich hier für ein. Da ist ein Bärchen. Den kann ich jetzt locker besiegen mit meinen jetzigen Skills. So. So. Bin doch lieber im Fernkampf bei so einem Bär. So. Wo ist denn die Spur da hinten? Oh, da sind erst wieder irgendwas Krasses. Oh, da ist eine Pflanze, Alter. Warte mal. Die kann ich doch bestimmt hier. Oh, die kann mich mit Giftscheiß anspucken. Okay, egal. Den Kampf kann ich ge den gewinne ich so. Oh Gott, sie hat mich erwischt. Aber ich habe sie auch gekillt. So. Ich bin nur vergiftet jetzt. Oh Scheiße, da sind ja noch mehr. Okay, das war jetzt dumm. Unerwartet, blöd. Hier, Reh in den Arsch ballern. Treffe ich es nicht mehr. Okay. Ja, Summer. Wo ist denn jetzt der Gute? Ah, da hinten. Ja, da führt es mich hin. Ich sollte vielleicht nicht direkt Zeit verlieren und dann. Ich muss auch wieder zurück zu meinem Camp kommen. Ja, gut, aber wie gesagt, wenn ich jetzt sterben sollte, dann ist das eben so. Da ist er. Da ist er. Guck, ich sehe ihn doch, den weißen Wolf. Komm her, Großer. Der ballert, der bettelt auch gerade gegen so ein Ding hier, Alter. Ich habe ihn besiegt. Und sein Blut extrahieren. Jetzt wollen mich zwar ein paar andere Viecher hier noch herhauen, aber ich krieg's hin. Ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Schön. Oh Gott, was ist denn das hier für ein mieses Ding? Oh Gott, das sind böse Gegner. Okay, ich muss hier alles einsammeln. Da liegt ein ganzer Haufen Holz rum. Und ich muss hier weg, Alter. Ich muss hier sowas von wieder weg. Das ist ja schlimm. Uiuiui. Das ist ja. Die Gefilde sind noch wirklich zu heavy für mich. Da muss ich weg. So. Und heilen erstmal. Ich habe eine Gestaltwandlung. Wolfsform. Coole Sache. Oh, ich bin ein Wolf und kann mich jetzt schneller fortbewegen. Das ist eine coole Sache. Das gefällt mir sehr. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, das sind diese Blumis wieder. Das ist mir vollkommen recht. So. Als Wolf kann ich bestimmt nichts einsammeln, oder? Doch, kann ich. Oh, das ist ja richtig schön. Schöni schön. Kupfererz habe ich jetzt nichts mehr gefunden, jetzt gerade zufällig. Na, ich bin jetzt auch nicht blind gewesen oder so. Ich habe einfach wirklich kein Kupfererz mehr gesehen. Dann ist das natürlich doof. Na, ich habe natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit draußen und ich bin gut dabei. Dann gucke ich gerade mal, ob ich noch mal ein bisschen Erzieleins finde, die ich abhaken kann. Ja, da komme ich nicht durch. Aber braucht es eigentlich irgendwie Points oder so, mich in den Wolf zu verwandeln, oder geht es einfach so? Da ist wieder was. Ist das auch so ein starker Stein oder kann ich den benutzen? Ah, das ist Kupfererz, schön.
So, Lehm nehmen wir auch mit. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht, aber wird ja bestimmt nicht unnötig sein, dass man das bekommt. Da ist wieder Erzilein. Ja, ich sollte, glaube ich, auch dann zeitlich schauen, dass ich so zum Lager zurückkomme, dass ich noch Zeit habe, die Fackeln wieder anzumachen. Das ist ja auch wichtig, ne? Und jetzt kriege ich gerade ganz gut Kupfererz. Das ist sehr schön. Das ist nämlich auch wichtig. Nein, Pflanzi, lass mich. Du verbrauchst eindeutig gerade noch zu viel Zeit beim Bekämpfen. Oh Gott. Oh, ich habe gerade meinen Fehler bemerkt. Mein Hotkey vom Ding funktioniert nicht. Von meinem Aufnahmeprogramm, wenn ich im Spiel bin. Deswegen kann ich mich leider nicht muten, wenn ich niese. Tut mir leid, Leute. Ja gut, Wolfies sind natürlich jetzt erstmal kein Ding, ne? Also, die werden erstmal weggehauen und geben Fell und das ist schön. So. Gib her das Zeug. So. Dann hacke ich hier in Pflanzenfasern. Die sind auch wichtig. Die gehen mir nämlich langsam aus. Und hier sind ein Haufen. Und das auch wieder Erzilein. So, dann. Ja, es geht nicht, okay. Ja, die Pflanzenfasern sind mir gerade wichtiger als das Holz. Aber das Holz nehme ich natürlich nebenbei auch noch mit. So. Ja, Pflanzenfasern brauche ich doch noch zu häufig. Ich glaube sogar, diese gelben Dinger sind Eisenerz. Das schaut auf jeden Fall ein bisschen so aus. Aber ich glaube, das sieht ein bisschen so aus, als würden hier gleich so Pflanzen wieder aus dem Boden schießen. Ich habe da so eine Befürchtung. Als ob es hier ganze Zeit so ruhig ist hier oben. Das glaube ich selber nicht. So. Gibt es eigentlich so eine Art Schnellreisesystem? Das will ich mal ausprobieren. Kann man? Ah nee, das geht nicht. Okay. Ja, das geht nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Das ist jetzt das letzte Erzchen, was ich mitnehme. Und dann muss ich zurück. Sonst wird es zeitlich zu knapp. Aber dann wird der Kohleofen der Erzofen erstmal angeschürt hier. So, lass mich mal zurück. Ich muss ins Camp, sonst wird's zu schwer. Ich glaube, es wird eh schon knapp. Ich werde jetzt schon nicht rechtzeitig ankommen. Aber ich probiere mein Bestes noch. Ich bin nämlich gerade diesmal doch ein bisschen weiter hintergelaufen. Ich
Ich meine, ich kann die Wolfsform benutzen. Warte. Das könnte dann, damit ich ein bisschen schneller. So, mit der kann ich auf jeden Fall ein bisschen schneller laufen. So. Um mich fortzubewegen. Ach Gott, ich laufe auch gerade voll falsch. Ich muss ja darüber. Oh Gott, jetzt wo gleich der Tag anbricht, mache ich so einen Fehler. Und ich habe so viel gutes Zeug im Inventar. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht vor meinem Lager dann sterben. Das ist gar nicht geil. Ich glaube, ich schaff's noch. Ich bin ganz knapp da. Ja, ich habe es gerade noch geschafft. Und gleich das Ding hier anmachen. Aktivieren. So. Ich lebe. Zwar habe ich nur eins an, aber reicht erstmal. Reicht erstmal. Ist okay. Ich mache die anderen gleich sofort auch an. So. Aktivieren. Aktivieren. So. Gut. Dann habe ich das. Jetzt habe ich hier lauter Ratten. Die. Ach so, die muss ich ja nur einsammeln. Die muss ich gar nicht töten. Stimmt. Schön. Dann schmeiße ich die Ratten erstmal hier rein. In dieses Feuerding. Dann kommt das Wichtigste, die ganzen Kupfererzdinger hier. So, die sollen erstmal hier weiter wirken. Ja, komm, dann haue ich hier auch noch ein bisschen Holz wieder ins Sägewerk. Ich brauche nämlich gerade kein Holz in Reinform. So. Dann habe ich was für die Truhe hier. Nee, für die Dreierdruhe. Diese Sachen hier. Dann habe ich das da und das hier. So. Gut. Lehm war hier mit dabei. Gut. Dann habe ich hier wieder Kügelchen. Ich kapiere immer noch nicht, warum ich das Ding hier nicht hier platzieren kann. Da steht, ich soll es auf ein großes Ding platzieren, auf einer großen Anbaufläche. Und ich habe doch eine. Das ist noch ein Rätsel, finde ich. Das check ich nicht. Große Anbaufläche habe ich doch hier, oder? Das ist doch genau die. Hier. Anbaufläche für Samen. Platz bietet für 5 Samen. Mahlwerk, Bretter, Kupferbarren, Wetzstein. Vampir-Tresor ist natürlich ein heftigeres Lager, ja. Ein Spiegel, Gruppe, kannst du dann Vampir gestalten. Ach, das ist doch auch nett. Den kann ich irgendwo hinstellen. Aber was brauche ich denn für den Spiegel? Glas wahrscheinlich, oder? Ah ne, Bretter eigentlich nur. Ja, easy. Vornehm Omen. Ja, Omen sieht viel besser aus. Lass mich mal Bretter. Bretter habe ich hier genug. Ja, so ein Spiegel, ne? Ich meine, für eine edle Vampirdame wie mich, so ein Schönheitsspiegelchen, ist schon relevant. Das wird der kommt hier hin. Das ist meine Beauty-Ecke hier. So ein Spiegel hier hinstellen. So. Zack. Schön. Kann ich hier mein Character Design? Ach, schön. Guck dir das daran. Ja. Werde ich wahrscheinlich erstmal nicht tun, wenn ich mit meinem Aussehen sehr zufrieden bin. Aber ich meine, so ein Spiegel hat ja auch einen dekorativen Wert, ne? Was machen wir denn noch? Ich habe hier noch Fleischelinos, dass ich noch in die Dinge hier mit reinballern kann. So.
Leichelino. Ach so, übrigens, jetzt wo ich hier so eine Beauty-Ecke gebaut habe, ne? Ich meine, dann würde ich doch gerne das hier auch noch umplatzieren, dass das hier so meine schöne Schlafecke hier wird, ne? Mit zum Hinlegen und zum, ja, ich will das ganz kurz auch machen, dass es wieder resettet. So. Schöne Sache. Gut. Dann habe ich hier nämlich meine Ecke und dann ist hier nämlich wieder ein bisschen mehr Platz in der Mitte. Jojo. Da sind wieder Rattis. Rattis. Kommt, Rattis. Ich brauche euch alle. So. Kommt hier rein in die Blutpresse. So. Ja gut, das Schlossherz hat gerade echt Maximum. Warum? Ach so, mir fehlt jetzt ein Boden wieder. Was ist denn da passiert? Ist das wegen dem Ding jetzt passiert oder was? Hier wegen dem Bett? Oder warum fehlt mir hier ein Boden? Ach klar, ja, ich habe ja hier den Ding hier, die Samenblanke hier. Ja. Das ist natürlich ein Ding, ne? Ein Gebräu, das die maximale Gesundheit über 10 Sekunden wiederherstellt, der Verheilungseffekt. Jage weitere V-Blutträger. Ja, wie habe ich das nochmal aktiviert? Mit K, ne? Ja, den habe ich jetzt fertig, den Alpha-Wolf. Das nächste Vieh ist Level 20. Kann ich aber auch schaffen. Blut verfolgen. So. Dann. Ja. Aber eigentlich würde ich das jetzt gerne nicht machen und die Nacht skippen erstmal. Also nicht skippen, sondern es in der Form verstreichen lassen, dass ich jetzt da nicht dieses Monster gehe. Weil ich jetzt zuallererst mal. Das sind auch wieder Knochen. Ja, schön. Da sind noch 106 Knochen drin. Ach so, jetzt kann ich die Feuerschale wieder deaktivieren. Das ist Nacht. Dass ich wirklich die Knochen nicht verbrauche. Ich glaube, das ist schon wichtig, daran zu denken, immer wieder. So. Und dann gucken wir mal, die Feuerschale hat nur noch 105 Knochen. Die hat 263 Knochen. Die hat 262 Knochen. Ja, komm, dass das hier ein bisschen ausgeglichen ist, könnte ich da ja den restlichen Knochen, die ich jetzt gerade zur Verfügung habe, reinhauen. Dann hat die Feuerschale. So, machen wir es so. Und die anderen 91, die behalte ich erstmal noch als Rohstoff in der Truhe. So. Dann habe ich ja die Blutdinger, ne? Ich bin hier gerade echt voll mit meinem. Das ist eigentlich ganz gut, dass ich hier gerade so einen Luxus genieße. Die kommen mal da mit rein. So. Jetzt habe ich wieder ein leeres Inventar. Und kann. Es nützlich zum Herstellen von Tränken. Ja, komm dann. Schmeiße ich den auch erstmal in die Truhe. Und den Setzling auch, weil ich nicht weiß, wie der funktioniert, ehrlich gesagt. Ich bin da immer noch etwas lost. Der verstärkte Knochenspeer ist eine Fernkampfwaffe, steht da. Ja, genau. Ja, ich nutze jetzt tatsächlich trotzdem die Nacht, um da draußen ein bisschen Scheiß zu farmen. Während des. Vielleicht kriege ich ja wieder ein bisschen Erz her. Das sind auch wieder Menschileins. Aber ehrlich gesagt interessiert mich das hier gerade auch mal, ne? Die Feuerblüte. Dann liegt hier wieder Knochen, weil die Menschen die Skelette gekillt haben. Das ist schön.
So, und der wird vernascht, der Boy. Der letzte Mensch hat die Ehre. So. Weggegessen, Alter. So. Die haben diesmal keine Truhen. Das ist ein bisschen sad. Pflanzenfaser, jawohl. Hat auch eine Truhe, ist hier schön. Komm her, mach auf. Was haben sie denn hier? Kupfermünzen, Tier, robuste Tierhaut. Nehme ich alles mit. So. Pflanzenfasern nehme ich auch wieder mit. In der Richtung waren die Kupfererzvorkommen, ne? Ich weiß nicht, wie lange die brauchen zum Respawnen, aber wenn ich Glück habe, finde ich auch gleich wieder welche. Ist nämlich nach wie vor meine Favorite Loot gerade, bis ich die ganzen Rüstungen und alles durch habe. So. Weil alles in Kupfer zu upgraden, ist meine nächste Stufe erst noch. Ah ja, guck mal an. Da haben wir doch auch wieder was Schönes. Ja, ne. Dann. Was ist denn da drüben los? Sind das nur Steine? Das sind nur Steine, ja. Oh, was ist denn da? Das ist ein Camp von Menschen schon wieder, ein anderes. Ich meine, ich könnte es probieren, ne? Aber oh, das sind sau viele, auch alle mit Armbrüsten wieder. Oh Mann. Eigentlich ist es nicht so geil. Finde es schön, dass es die Menschen einfach nicht juckt, dass ich gerade ihren Zaun kaputt gemacht habe. Da ist das gute Kupfererz. So. Da ist noch gleich noch mal eins. Und das ist wieder das andere Erzvorkommen, ne? Ja, genau. Und ich überlege, ob ich auch gleich am Anfang die Keule auf die nächste Stufe mache, um dann diese Materialien da gleich abbauen zu können, diese neuen, ne? Das ist das Einzige, was ich gerade irgendwie hauptsächlich finde, wo ich nicht greifen kann. Okay, der. So eine krasse Fernkampfattacke ist jetzt auch wieder nicht. Das ist ein Elch. Und der hat Angst vor mir. Der verpisst sich, wenn ich auf ihn schieße. Das ist kein sonderlich wehrhaftes Tier. So, da ist wieder eine Kupfervorkommen. Das ist meins. Gut, rein damit. Das sind schon wieder 300 Erzteile. So. Soll ich dieses kleine Reh angreifen? Zack. Ich habe halt das Gefühl, dieser Elch gibt arschviel Fleisch. Das könnte halt schon cool sein. Alter, der rammt mich. Der wehrt sich ja doch. Das habe ich ehrlich gesagt am Anfang erwartet, aber
Ja, dann kam es ja dann doch nicht zustande und dann war es weird für mich. Ja, Bruder, renn mal nicht davon. Ich mach dich jetzt tot. So, Batsch. Ja, es hat einfach nur Tierhaut gegeben. Das war sehr ernüchternd. Ich dachte, das gibt ein bisschen krasseres Zeug, weil das so ein etwas, ja, aufgewertetes Viech ist, so gefühlt. Ich meine, der hat ja schließlich auch eine Ram-Attack, na? Da muss man schon würdigen, das ganze Ding. Skeeten bei ihm, Alter. Er hat einfach den Clipping-Fehler des Todes, der Boy. Was ist denn hier los? Ich muss schon langsam mich auch schon wieder überlegen, ins Lager zurückzukehren. Ich bin schon wieder ein bisschen aber das nehme ich noch mit hier, bevor ich gehe. Wenn ich schon da bin, ne? So. Ach, ich bin hinter meinem Gebiet. Gras. Ich bin einfach so am Rand von am Rand von meinem Lager, Alter. Kann ich denn dann auch zufällig? Nee, da geht's nicht hoch, ne? Das ist voll schade, weil ich habe doch diesen Hintereingang. Vielleicht hätte das sein können, dass ich da jetzt ankomme, aber scheinbar nicht. Da muss ich echt draußen rumlatschen, ja, dann tue ich das noch, bevor ich wieder am Sonnenbrand sterbe. Gib mir mal meine Wolfsform, bitte. So. So. Oh Mann, ich kann an dem Kupfer nicht vorbeilaufen, Leute. Auch wenn ich gerade am Sonnenbank-Flavor gleich krepieren werde. Aber das ist einfach zu verlockend hier, den Kupfererz mitzunehmen. Vor allem, weil ich das Zeug gerade echt brauche. Ich meine, wenn es jetzt wirklich gleich problematisch wird mit der Sonne, was ich aber nicht glaube, weil ich echt, glaube ich, noch echt rechtzeitig ankommen könnte. Dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm, weil dann wäre ich wenigstens nah genug an meinem Lager. Aber ich bin safe. Schön. Und gleich die Fackeln anmachen, damit hier auch bevor die Sonne aufgeht alles gut ist. So. Und dann habe ich doch wieder produktiv die Nacht verbracht, würde ich sagen, oder? Ich meine, wir haben hier wieder schöne Erzieleins, die wir da erstmal reinhauen in den Ofen. So, dann haben wir dann noch hier bestimmt auch wieder neue Ratten. Ja, genau, schöne Sache. So, ja, ich hätte ganz gerne meine Menschenform. So, Vampirform natürlich. Ich bin ja kein Mensch. Menschen sind Abschaum. So, ich Rattis anlocken. Geht weiter. Da kommen jetzt erstmal schon die Erze rum. Dann kann ich dann nämlich jetzt auch das da machen. Ratti reintun. So. Da habe ich bestimmt auch wieder. Ja, schau mal an, da geht was. Holz reinschmeißen. Die Production läuft, Leute. Ich bin gerade im Flow. So, jetzt aber. Pass auf, jetzt mache ich hier mal den Ding rein. Dann habe ich hier den Staub. Dann habe ich hier Steine. Dann habe ich hier die robuste Tierhaut. Die hat auch noch Platz. Die Seeds haben auch noch Platz. Und jetzt ist mein Ding wieder voll hier. So, das nehme ich mal woanders hin mit. Weil jetzt habe ich hier nämlich 40 Kupferbarren. Und mit denen kann ich doch jetzt erstmal arbeiten, oder? Das klingt doch gut. So. Gut, pass auf, Bretter. Ah ja, die waren ja auch noch Material dafür.
Stimmt, aber da habe ich nicht mehr dran gedacht, weil ich von den Dingern mittlerweile so viel habe. Schön. Bretterlinos. Oh, schön, die Kupferkeule. Ja, tatsächlich, da brauche ich halt eigentlich eher Leder, die Rüstung. Aber ich nehme tatsächlich jetzt erstmal die Keule. Weil mit der werde ich höchstwahrscheinlich die Sachen herstellen, die Eisenbarren abbauen können, die da rumhängen. Die nächsthöhere Stufe. Und das erfreut mich sehr. Ja, ersetzt das Ding mal. Ach so, der macht da keine Dinge draus. Okay. Was braucht er denn eigentlich? Ach stimmt, der braucht dafür ja gar keine, nicht die vorige Keule. Das heißt, das ist einfach nur ein komplett neues Teil. Ja, das nächste, was ich mache, ist natürlich dann das Kupferschwert, damit ich mehr Damage an den Viechern mache. Jo, und jetzt fehlen mir wieder Kupferbarren. Aber ich bin ja eigentlich happy, weil die Produktion der Dinger, die läuft ja gerade. Was kann man denn eigentlich mit denen machen? Kann man da eigentlich auch irgendwas mit denen anstellen, dass man die alten Waffen verwertet oder so, zu Materialien wieder? Ich meine, sonst liegen die ja da rum und haben eigentlich keinen Wert so. So, dann hau mal das da rein und das da rein. Die Feuerblüte, die kommt hier rein. Nein, da habe ich Pflanzen. So. Das Ding tue ich da noch rein. Den Rest, kann hier wieder auffüllen. Und den Rest der Blutkugeln tue ich hier dazu. So. Dann habe ich wieder Kupferbarren, Blutkugeln. Da sind auch wieder Ratten. Ratten einsammeln. So. Gut. Rattis. Rein da mit euch in die Presse. Und das Herzstück da auch. So. Dann. Ja, habe ich wieder neun Kupferbahnen. Kann ich mit denen wieder was Neues herstellen oder braucht es erst wieder jetzt eine Weile? 17. Ja doch, ich glaube, ein Gegenstand geht wieder mit 17. Da haben wir es doch. Und zwar die Kupferaxt. Die Kupferaxt brauche ich noch. Ich habe noch gar nicht rausgefunden, ob es auch Hölzer gibt, die eine höhere Stufe erfordern von der Axt. Ich konnte einfach grundsätzlich jedes Holz fällen bisher, ohne dass ich da mal die Meldung bekommen hätte, dass ich irgendwas nicht machen konnte. Ach so, ja, ich muss natürlich die Axt auch mitnehmen. So. Gut. Dann kommt das mal weg. So. Dann habe ich. Ach so, das kann ich auch gleich da reinlegen. Hier kommt der. Und das rein. So.
Jetzt ist wieder Nacht, jetzt kann ich meine Feuerstellen wieder ausmachen, damit die hier wieder nicht ihre Knochen verbrennen in der Zeit. So. Ja, und jetzt würde ich fast sagen, dass ich jetzt dann langsam ausmache. Es ist nämlich schon echt spät. Wir haben 3:46 Uhr. Das ist gerade nicht, gar nicht so wenig. Ich würde jetzt noch den Gram hier in die Kiste legen. Und dann für heute Schluss machen. Das ist mein Plan. Und aufgrund meiner Müdigkeit werde ich das wahrscheinlich auch in die Tat umsetzen. So. Ja, ich denke mal, das war ein super Einstieg in das Game. Es gefällt mir ganz gut. Und es holt mich tatsächlich ab, obwohl ich ja eigentlich Survival-Game-technisch immer sehr faul und ja, bisher eigentlich immer so war, dass es mich nicht so abgeholt hat, was es da so gibt. Aber das Game. Bisher taugt mir das. Diese Mischung aus, dass man irgendwie auch ein Vampir ist und da hauptsächlich nachts agieren sollte und sich da eigentlich so eine Art Vampirfestung aufbaut und das alles mit so einem Zelda-esken Kampfsystem praktisch hinterlegt ist, sozusagen, mit so einer Dash-Attack und dann auch diesen Fähigkeiten, die man irgendwie erwerben kann. Dass ich mich jetzt in den Wolf verwandeln kann, ist ganz geil. Ja, es taugt mir alles soweit mal ganz gut und ich werde es auf jeden Fall mal weiterspielen und ich werde auch natürlich dafür im Stream bleiben. Und dann gucken wir mal, ne? Ich hab Bock und da bleiben wir dran. Und jetzt, wo ich wieder im Stream-Game bin und mal wieder gemerkt habe, wie geil das ist, werde ich wahrscheinlich auch wieder öfters was streamen, auch mal was anderes und wieder etwas mehr aktiv hier sein und ich freue mich auf euch und würde dann mal sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao und bis zum nächsten Mal. So, machen wir das noch mal so. Ciao.